Gestatten? Astania und Manu zu Janisberg. Das tut jetzt nicht zur Sache. Jedenfalls muss ich auf meine kleine Gruppe hier aufpassen. Sieh sie nach, sie sind jetzt nicht unbedingt so alte Knochen wie du und ich. Sei es, wenn sie mal irgendetwas sagen, was dich aufregt oder was dir nicht so in den Kram passt, dann hör einfach nicht hin. Aber ich muss jetzt los, sonst heult Jandrik wieder rum, dass wir nicht vorankommen. Ja, Huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder die Splitterdämmerung, das Abenteuer Träume von Tod. Und entschuldigt die Verspätung. Das OBS-Update ist zwar super cool, aber es hat mich noch ein bisschen Einstellungen benötigt. Es funktioniert dann immer noch nicht alles so, wie ich das gern hätte, aber wir gucken mal, ob wir heute vernünftig losgehen können. Ja, heute sind wir leider nicht vollzählig, weil der Marot heute arbeiten muss, der Arme. Deswegen heute nur zu fünft. Und deswegen kann ich euch vorstellen, dass heute auf jeden Fall noch mitspielt Sierra als Mora Weyrand. Hallo, schönen guten Abend. Genau, und außerdem noch mit dabei der Taco als Osko Gerdenthal. Ja, einer zum Große. Und Eleanor spielt Elena von Kukum. Kondra mit euch. Und last but not least, Ozzy als Astanio Amano zu Janisberg. Ein Feuerball, zwei Feuerball, drei. Hallo! Ja, Feuerbälle hat er beim letzten Mal geschmissen. Also einen. auch keinen großen. Hat sich ja noch korrigiert in letzter Fasson. Feuerbällchen. Ja, das Problem ist ja nicht die Größe bei DSA, wenn ihr euch ein bisschen mit der Lore von DSA auskennt. Der Ignisfero, den der gute Astanio da gewirkt hat, ist halt ein Feuerball, der am Ende, wenn er auftrifft, explodiert. Das ist halt der große Unterschied. Und dann ohne Ende Schaden raushaut. Genau. Und den Feuerball, den man so aus D&D oder so kennt, den gibt es in DSA eigentlich gar nicht. Also, beziehungsweise den 0815-Kampfzauberspruch mit Feuer, das ist die Flammenlanze. Ignifaxius, genau. Aber so viel DSA-Nerd-Wissen brauchen wir vielleicht gar nicht am Anfang irgendwie weiter raushauen. wir sind immer noch unterwegs in der Rabenmark, in der Ostrabenmark. Und unsere Charaktere haben das Problem, was heißt das Problem, also den Auftrag, das anrückende westliche Heer
zu unterstützen, ihm den Weg zu ebnen, denn die Ostrabenmark ist besetzt von dunklen Nekromanten. Und ja, wir sind momentan im Örtchen Geisfeld unterwegs. Ich suche mal gerade hier, ob ich euch das einblenden kann nochmal. Da. Und natürlich ist es auch mit dem neuen Update auch verschoben worden. Dankeschön. Dann muss ich das auch nochmal neu machen. Eine auf den Kopf gestellte Rabenmark habt ihr gerade gesehen. Ja, und tja, müsst ihr euch erst denken. Das Örtchen Geisfeld ist eigentlich ganz wohlhabend. Es ist aber zu seinem Reichtum und zu seinem Wohlstand gekommen, weil hier immer sehr besonders gut Ackerbau betrieben werden kann und somit ein bisschen die Kornkammer der Ostrabenmark gilt. Und die Helden haben herausgefunden, dass es mit dunklen Ritualen zu tun hat. Und die Erdelementare des Humus, die mit diesen Ritualen versorgt werden oder beziehungsweise gefügig gemacht werden, den Leuten helfen, dass sogar im Winter reiche Ernte anfällt. Beim letzten Mal wart ihr auf einem Fest, einem Maskenball des örtlichen, ich würde es mal in Anführungsstrichen setzen, Mafia-Bosses, diesen Maskenball haben mehr illustre Gestalten besucht, als so manchem lieb ist. Wer hat das ein schöner Kommentar irgendwie unter das letzte Video drunter geschrieben? DSA The Masquerade, ja, Lug und Trug und Intrigen überall. Und so ähnlich kann man das dann auch sagen. Und ihr habt mittendrin gesessen, gestanden, getanzt und euch ist vergnügt und habt versucht, die Bösen auf diesem Fest mit einem Kopf kürzer zu machen. Und das ist zumindest Mora schon mal geglückt. Die hat nämlich den Obermufti, den Jardin Schwarzbach, den Mafia-Boss, getötet. Elena hat eine schwarze Amazone, die auf dem Ball war, ebenfalls im Zweikampf getötet, mit nicht ganz Rondra-gefälligen Mitteln, aber naja, hat Mut, ne? Und der Einzige, der niemanden getötet hat, ist bis jetzt Osko, denn auch Jandrik hatte jemanden auf dem Gewissen und Astanio auch. Und ich weiß gar nicht, beim letzten Mal hatte Jandrik einen und Astanio zwei, ne? Moment, ich hatte auch einen. Jandrik hatte zwei und Astanio einen, glaube ich. So rum war's. Aber bei mir kann man ja noch die... Muss man einen Bodycount-Zähler einblenden oder so. An Astanio kommt keiner ran. Bitte? An Astanio kommt keiner ran. Ein Dorf. Ja. Wir sind auch auf jeden Fall damit mit der Szene rausgegangen, dass Astanio sich gedacht hat, dieser ganze Ball mit den ganzen bösen Gestalten, die hier rumkreuchen und fleuchen, der muss eigentlich ausgelöscht werden. Ein bisschen angestiftet durch Jandrik, gebe ich zu. Die Idee kam ihm dann doch ganz gut vor. Und so hat er ein Ignisfero mitten in die Menge geknallt beim letzten Mal. Als Abschiedsgruß quasi. Und hat sich dabei noch zurückgehalten. Denn er hätte auch mit der Macht der Kraftlinie, die hier durch das Dorf geht, viel, viel mehr Energie ziehen können, als er dann letztendlich getan hat. Die Astralenergie fließt hier ja nur so. Merkwürdigerweise. Genau. Ariakos schreibt auch schon Feuerball in den Chat. Genau, richtig. Ein Feuerball. Und deswegen machen wir da gleich weiter. Kurzer Hinweis noch für Leute, die vielleicht das erste Mal oder so zugucken. Wir werden gleich in-game gehen und da kann ich unter Umständen nicht auf den Chat eingehen. Ich lese natürlich alles und versuche irgendwie mitzumachen. Aber nehmt es mir nicht krumm oder nehmt es uns nicht krumm, wenn wir da jetzt nicht drauf reagieren, weil wir gerade im Spiel involviert sind. So, und jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass wir hier auch eine Aufnahme gestartet kriegen. So.
Recording in progress. Das erste, was der geneigte Zuseher in der Szenerie heute sieht, ist ein greller Lichtblitz von der Explosion des Feuerballs, das er mitten in die Menge der Gäste einschlägt. Oben auf dem Dach, bei erhobenen Händen, noch die letzten Gesten des Zauberspruchs vollführend, Astanio, ganz alleine. Oben auf den Dächern des Villenanwesens. Danach wird es für eine ganz kurze Zeit still. Und dann bricht das Chaos los. Flammen schlagen durch die Holzabdeckungen. Flammen schlagen durch die Leute, durch die Menschen. Und dann kommt das Geschrei und die Klagerufe. Und das Chaos und die Angst und das Leid. Und als letztes merkt Astanio, wie sein Augenlicht abnimmt. Du siehst noch die krümmenden Leiber unter dir, die ersten, die einzigen, die vielleicht noch halbwegs der Explosion entkommen sind, deuten auf dich hoch auf das Dach. Und dann siehst du alles nur noch trüb, Schemen und Umrisse. Hilfeschreie, Osko, Mora und Elena und Jandrik hören sie, seid ihr in verschiedenen Ausgängen des Anwesens unterwegs, seid herausgelaufen aus dem Anwesen. Die gerettete Bürgermeisterin, Ruckepack, und hinter euch ein beginnendes Flammenmeer voller Leid und Tod. Verdammt, Astanio ist noch da drin. Ich gehe zurück. Wartet nicht auf mich. Wir treffen uns in der Schenke. Oder? Gut, dann treffen wir uns dort, bis wir uns alle versammelt haben und dann nichts wie weiter. Mhm. Osko und ich nehmen die Bürgermeisterin. Mach das. Osko hört das schon gar nicht mehr. Kurz einige Meter, nachdem wir den hinteren Ausgang genommen haben und ein paar Meter zwischen uns und diesem Inferno gebracht haben, ist Osko auf die Knie gefallen und starrt einfach nur in das Flammenmeer. Osko, komm, jetzt! Und Mora hieft die bewusstlose Bürgermeisterin langsam auf ihr Pferd. Jedenfalls versucht sie es. Hilf mir doch, pack an! Wir müssen hier weg! Osko reagiert nicht. Und Mora nestelt weiter am Pferd, versucht die bewusstlose Person über den Sattel zu hieven und zu schauen, sie irgendwie zu befestigen, sie festzuhalten. Wo ist denn Astanio? Mist. Und auch Jandrik gerade nicht in Sicht. Osko! Und jetzt stapft Mora zu ihm. Osko kniet auf beiden Knien vorne im Gras. Seine Arme an der leblos von sich gestreckt. Starrt er mit einem schreckgeweiteten Gesicht und schreckgeweiteten Augen nach vorne. Der Mund steht ihm offen und er zittert. Augen weit geöffnet, die nervös hin und her zucken. Und ihm kommen wieder Erinnerungen hoch von damals. Damals, als er in dem Lazarett war, als die Seuche gewütet hat und er die schreienden und weinenden Männer und Frauen behandeln musste in so jungen Jahren. Moran nicht. Sie tritt an ihn heran. Sie ist außer sich. Sie sieht es nicht. Sie sieht nicht sein Leid.
Sie packt ihn und schüttelt ihn am Kragen. Komm schon, steh auf! Osko schlägt die Hand weg. Hau ab! Sie schreckt zurück und sieht ihn jetzt zum ersten Mal. Hält inne in diesem Moment. Osko, bitte! Lass mich bloß in Frieden. Geh einfach! Wir können hier nicht bleiben! Ich sagte, geh! Ich schleife dich zur Not an den Füßen hier raus. Ich lass dich nicht hier. Verstehst du das denn nicht? Wir sind hier in Gefahr. Osko starrt wieder auf das Anwesen. Starrt auf die Flammen. Sein Gehör fokussiert sich nur auf das Schreien der Menschen. Osko. Und Mora geht wieder näher an ihr heran. Diesmal sehr vorsichtig. Auch sie zittert. Auch sie riecht es jetzt. Die Flammen. Und die Schreie dringen an ihren Ohren heran. Osko. Bitte. Was haben wir hier gemacht? Sie sinkt auf die Knie zu ihm, reicht ein wenig die Hand, will sie einen Moment auf die Schulter legen, aber bringt es nicht fertig und sie berührt ihn nicht. Osko. Osko rennt Tränen vom Gesicht. Er beginnt am ganzen Körper zu zittern. Mit dem Duft von verbranntem Fleisch und dem Geruch von Qualm kommen die ganzen schlimmen Erinnerungen wieder hoch. Alles, was er erlebt hat. Die Momente, in denen man die Pocken durch Kauterisierung austreiben musste. Steltem Eisen, glühend auf verbranntes Fleisch gepresst. Dieser widerwärtige, süßliche Duft. Das Schreien, das Weinen, das Klagen. Osko wird kreidebleich und sackt nach vorne, kann sich mit den Händen gerade so am Boden stützen. Und er atmet schwer. Bitte. Und jetzt packt sie ihn tatsächlich an den Schultern und versucht ihn hochzureißen. Versucht sein Gesicht in ihre Hände zu nehmen und sieht ihn an, ganz nah. Bitte. Bitte, wir müssen hier weg. Osko, bitte. Geh. Hau ab! Lass mich alleine. Lass mich einfach nur alleine. Ich lass dich nicht gehen. Ich lass dich nicht zurück. Du weißt das. Ich hab's einmal nicht getan und ich tu's jetzt auch nicht. Ich komm nicht mit. Ich komm nicht mit. Ich kann nicht. Ich will nicht. Du kannst. Du kannst. Nein. Wenn die Lena und Asanio rauskommen, dann müssen wir schnell sein. Diese Frau dort, die können wir retten. Die ist unsere Chance. Wir hätten so viele mehr retten können. Du kannst sie nicht alle retten. Aber wir sollen sie alle verbrennen, oder was? Hast du es nicht gesehen? Hast du das, den ganzen Wahnsinn nicht gesehen? Diese Perversion? Die einzige Perversion, die ich gerade sehe, ist direkt vor mir. Und sie stinkt nach verbranntem Muskelfleisch. Und auch Mora verzieht das Gesicht, denn auch sie kennt diesen Geruch. Auch sie kennt diesen Geruch aus der Vergangenheit. Als die Unternehmung, jemanden zu retten, so viele Opfer brachte im Feuer.
Und es riecht wieder genauso. Und es hat den gleichen Schalengeschmack auf der Zunge. Doch sie hat dafür gerade keinen Blick. Sie blickt nicht in die Flammen. Auf ihrem schweißübersetzten Gesicht sieht man das Flammenspiel. Doch ihr Blick, der schaut auf Osko. Und sie kniet bei ihm. Und versucht seinen Blick auf sich zu wenden. Und dann streckt sie die Hände aus und nimmt sein Gesicht in die Hände und dreht seinen Kopf so, dass er sie sieht. Osko. Darüber reden wir später, nicht jetzt. Wir sind in Gefahr. Ich gebe dir noch eine Chance, sonst schleife ich dich hier weg. Und ihre Stimmung kippt. Lass mich bitte dich nicht zwingen müssen. Du weißt, ich kann das. Und sie blickt sich suchend nach den anderen um, sieht sie irgendwo Ilena und Astanio. Ja, Ilena ist wieder, die hat sich den Schal, den sie um den Hals hat, hochgezogen vor den Mund und ist dann in das Haus reingestürmt, die Tür, wo sie rausgekommen ist, denn die führte auch direkt hinten rauf zum Aufgang. Und sie rennt dadurch, sie blickt nicht nach links und rechts, sie eilt dadurch und sucht Astanio, rennt aufs Dach, blickt sich um, sieht ihn da stehen, seine Silhouette vor dem brennenden Feuer. Astanio sitzt auf dem Dach. Ja, sieht Astanio, dann sieht sie Astanio da sitzen. Sie reilt zu ihm. Astanio, komm! Ilena, Astanio schaut ins Leere. Astanio, Ilena merkt, dass sie Astanio sie nicht, scheinbar nicht sieht und eilt dann zu ihm, packt ihn an den Schultern. Hier, komm, zieht ihn hoch. Komm, wir müssen hier weg, es brennt alles. Komm schon. Wo sind die anderen? Unten. Draußen. Sind alle draußen? Ja, komm. Das Tanja murmelt etwas, wir hatten keine andere Möglichkeit. Das ist jetzt egal. Hatten wir nicht. Also komm, Ilena zieht ihn hustend, Tränen in den Augen, wegen dem Qualm, der von unten hochzieht. Und unterdrückt dabei auch einen Würgereiz, was Astanio auch so ein bisschen mitkriegt, weil diese Ilena eine Würgereiz hat so ein bisschen. Sie eilt mit ihm die Treppe runter und wieder zur Tür raus. Stürzt dann zwei, drei Schritte vom Eingang weg, hustet und prustet. Zieht sich tatsächlich dann das Tuch vom Mund und übergibt sich, einfach weil sie es nicht erträgt. Hält aber Astanio während der Zeit fest, hat ihn vielleicht deswegen auch mit runtergezogen in den Schneematsch. So, auf zu den Pferden. Sie rappelt sich wieder hoch. Mora! Ja, und an den Pferden sieht sie die bewusstlose Bürgermeisterin über Moras Pferd gelehnt. Aber Mora steht ein paar Schritte weiter weg, kniet mit Osko im Schneematsch, der ganz verstört dort sitzt. Und sie redet auf ihn ein. Und du hörst plötzlich auch, wie Mora lauter wird. Und du hörst noch, wie sie sagt, wenn es nicht anders geht, dann zwinge ich dich. Oh. Ilena, da bist du endlich. Ja. Oh, da drin ist lass uns weg hier. Astanio. Ja. Und dann blickt sie den alten Mann an. Er sieht nichts, oder? Ja, er sieht schon, ja. Brauchst du Hilfe mit Osko, dann führe ich Astanio zum Pferd. Und ja, komm rüber. Bring Astanio zum Pferd. Ich brauche hier Hilfe. Ja, dann. Und sie dreht sich wieder rum. Osko! Astanio. Bist du dafür verantwortlich? Astanio blickt so neben Osko. Nickt nur. Warum? Warum?
tun. So viele. Das meinte ich vor ein paar Wochen. Du kannst sie nicht alle retten. Du kannst sie nicht alle retten? Sag mal! Aber du kannst sie allen in Flammen überlassen? Nicht nur die Leute. Kämmerer, Bedienstete, Küche. Alle. Alle, die da drin waren. Einfach so. Und alles, was du mir sagst, ist dieses Nicken. Es sind Menschen. Es ist Krieg. Soll das jetzt deine schwache Entschuldigung sein? Es ist Krieg? Wir sind nicht hier, um zu brandschatzen und zu morden. Sie wären wahrscheinlich so oder so getötet worden. Ob von uns oder vom Heer. Es ist Krieg, Osko. Sie wären gefangen genommen worden. Woher willst du das wissen? Woher wollt ihr das wissen? Sie wären nicht getötet worden, sie waren bereits tot. Zum Teil waren sie bereits tot, ja. Und der andere Teil? Ihr redet über sie, als wären sie beiläufig. Als wären sie ein notwendiges Übel gewesen. Das sind immer noch Menschen. Das brauchst du mir nicht zu sagen, Osko. Anscheinend doch. Damals konnte ich nichts tun, als auf Kurkum der Drache sein Feuer gespien hat. Wir wissen nicht wissen, wer da alles umgekommen ist. Wir sind jetzt nicht mehr im Kurkum. Wir sind jetzt im Hier und Jetzt. Es ist ähnlich. Es ist Krieg. Es werden Leute sterben. Und jetzt haben wir hier... Also wir hatten die Wahl gehabt. Diese Leute haben Blutopfer gemacht? Hättest du jeden Einzelnen töten wollen? Sie alle? Es ist davon auszugehen. Sie sind auf diesem Fest. Warum ist davon auszugehen? Woher willst du das wissen? Oder sollen wir alle das wissen? Das ist eine Frage, die werden wir nie wieder beantworten können. Können wir jetzt hier weg? Wir müssen darüber auch reden. Ja, aber nicht hier. Lass uns zumindest irgendwo hier weggehen. Osko schüttelt nur den Kopf. Nein. Wir klären das hier und jetzt. Wir sind nicht besser als die. Was bringt es der Rabenmark? Was bringt es den Menschen hier? Immerhin haben wir nicht das komplette Dorf abgefackelt, sondern nur die... Nein, aber nur ein paar, oder was? Tja. Notwendiges Übel. Mir ist auch nicht wohl bei der Sache. Als wenn es mich zusammenreißen musste, dass ich dir nicht auch noch, dass ich nicht schon wieder mich übergebe. Ich sehe dich. Ich könnte so über diese Menschen reden. Es ist mir egal, wer sie waren, was sie getan haben. Sie haben ein faires Urteil verdient. Sie haben es nicht verdient, lebendig in Flammen gehüllt zu werden. Das Leben ist nicht immer fair, Osko. Nein, aber wir hatten die Wahl dazu. Ihr hattet die Wahl dazu, Ascanio. Du hättest dir was sagen können. Osko guckt Elena komplett. Ich habe nicht gewusst, dass das Tano diesen Laden in Schutt und Asche legen wird. Das war nie der Plan. Das war der Plan. Du hast es selber von Randrick gehört. Das war nicht der Plan. Ich habe das nicht gehört. Es lässt sich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Nein, lässt es auch nicht. Wir können für sie beten, aber wer wird sie holen? Das ist der Einzige, der hier ist, wird sie holen. Und der wird sich ins Fäustchen lachen, weil wir ihm ein Geschenk gemacht haben. Weil wir ihm voll in die Karten gespielt haben. Denkst du, mir ist wohl bei der Sache, das zu wissen? Trotzdem nehmt ihr es so hin. Irgendwann stumpft man ab. Und das soll jetzt die Entschuldigung sein? Nein. Und Elena... fangen an, Tränen und so. Nein, es ist einfach...
Das hier ist nicht richtig. Das ist nicht, wie wir vorgehen sollen. Ist richtig, dass er Drachenkopen, Frauen und Kinder und Alte verbrannt hat? Nein. Natürlich nicht! Aber das hat nichts hiermit zu tun. Das ist nicht richtig. Wir sind keinen Deut besser als diese Menschen da drin. Nicht im geringsten. Tja, dann geh damit oder renn rein und dann beende dein Leben. Sorry. Das ist nicht fair. Nein, das ist nicht fair. Und das ist nicht richtig, was wir getan haben. Vielleicht. Aber wir haben dieses Urteil gefällt. Ich habe dieses Urteil mitgefällt. Ich wusste, dass Jandrik diesen Plan schmiedet. Und ich habe es hingenommen. Und ich wusste, dass Astania dem zustimmt. Und ich habe es hingenommen. Und ich lade diese Schuld auf mich. Ja, das tue ich auch. Denkst du, man hätte Astania nicht getan. Ich wusste nicht, was ein besserer Weg war, Osko. Ich wusste es nicht. Und ja, ich habe mit Menschenleben kalkuliert. Und ja, das habe ich nicht zum ersten Mal getan. Und ich habe nicht zum ersten Mal gemordet an diesem Abend. Das weiß ich. Glaubst du, das weiß ich nicht? Und vielleicht, und ich hoffe es sehr, sind diese Opfer nicht umsonst gewesen. Ja. Und es waren zu viele. Jeder Einzelne ist zu viel. Aber was haben wir denn sonst? Hätte es Tannis nicht getan. Was haben wir denn für eine Wahl, für eine Macht? Wir haben nichts. Wir sollen in dieses Land gehen und es befreien mit Stock und Steinen. Und unsere Mittel sind verzweifelt. Aber auch nicht mit Feuer und Blut. Doch. So befreit man kein Land. Nein. Doch. Das ist die eine Tyrannei gegen die andere, Astanio. Das ist das, was Krieg ausmacht. Und du wirst keine Seite finden, die in irgendeiner Weise Schuld von sich weisen kann. Wir sind hergekommen, um dieses Land zu befreien. Richtig. Und nicht, um es einem weiteren Tyrannen zu übergeben. Dann versuche es. Oder einer weiteren gewaltigen Herrschaft. Wenn du meinst, dass du es ohne die Gewalt hinbekommst, dann geh in das nächste Dorf. Ohne Gewalt ist was anderes. Aber hunderte, dutzende Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, ist was anderes, Astanio. Oskar. Ich habe dutzende solcher gehabt. Männer und Frauen, halb verkohlt. Schreien, weinend nach ihren Müttern, Vätern, Kindern. Auf dem Schlachtfeld tötet ihr sie einfach. Ich habe sie gesehen in ihrem letzten Augenblick, wenn das Leben aus ihnen rausrinnt. Habe ich auch. Wem sagst du das? Ich habe in der Dämonenschlacht gekämpft. Ich habe ein ganzes Bataillon verloren. Darunter meine engsten Freunde. Die Vergangenheit ist egal. Ist Vergangenheit. Egal, was du, Astanio, oder du, Elena, getan hast, es steht hier nicht zur Debatte. Es steht jetzt und hier nicht zur Debatte. Jetzt ist das, und sie weistet sich auf die brennende Villa. Jetzt ist das unser Problem. Und das unsere Schuld. Ja. Und gut. Ja, dazu stehe ich. Was machen wir jetzt damit? Die Leute, die rausgerannt kommen, helfen wir denen? Wenn welche rauskommen. Ich gehe. Die Hilfe kommt zu spät. Und nimmt das Leider. Pferd, auf dem die Bürgermeisterin gebunden ist und geht den Hügel hinab. Zum Kommst du, Osko? Osko steht seit Osko steht langsam wieder auf, geht in die andere Richtung. Lass ihn laufen, Melana. Ich will ihn nicht alleine lassen. Ist Mora noch in Reichweite? Ja, sie wird euch hören. Sie ist ein paar Meter schon gegangen, aber... Mora, warte einmal. Ich muss mich bei dir festhalten. Mora nickt nur, aber dann merkt sie auch, dass er das Nicken nicht sehen würde und geht ihm ein bisschen entgegen, gibt ihm die Zügel noch in die Hand und führt ihn quasi zusammen mit dem Pferd den Weg runter und nimmt auch sein Pferd und führt alle.
Ja, Elena guckt, steht ein bisschen verloren da, schaut auf das Feuer, geht dann zu den anderen beiden Pferden, die noch da stehen, schnimmt die beiden und geht hinter Osko her. Mit Abstand, aber sie will ihn nicht aus den Augen lassen. Einfach stumm. Und ihr rennen noch die Tränen übers Gesicht. Ihre Miene ist verbissen und verbittert. Verdammt. Osko, warte, bitte. Geh zu den anderen. Ich lasse dich hier nicht alleine. Ich komme nach. Ich bleibe im Abstand, aber ich lasse dich nicht aus den Augen. Nicht, dass dir was passiert, das würde ich mir nicht verzeihen. Bleib, wo du willst. Und Osko stopft weiter. Lena folgt ihm mit Abstand. Die beiden Pferde und... Osko wird einige Schritte weitergehen. Durch die Weinberge stapfen. Würde er dann irgendwann sich an einem kleinen Baum hinknien, den Stamm mit einer Hand fest umgreifen und sich dann vornüber in den Schnee fallen lassen, mit den Armen noch aufgestützt. Das Feuer ist weit zu sehen, riesig. Und auch die Klagerufe und Schreie sind noch nicht verhallt. Hallen wieder in allen euren Ohren. Vielleicht sind sie auch schon verhallt, nur vergessen kann man es nicht. Oskos Kopf wankt von links nach rechts. Er kriegt die Stimmen nicht mehr aus dem Kopf. Mit allen Vieren auf dem Boden kniend, krallt er sich jetzt mit den Händen in den Schnee, in die Erde rein. Kneift die Augen zusammen und Tränen rinnen ihn von der Wange. Schüttelt den Kopf. Nein, nein, nein. Sowas darf nicht sein. Das ist nicht richtig. Er dreht sich um, schaut in Richtung des Anwesens. Dann stützt er sich kurz auf und setzt sich in den Schnee. Vergräbt das Gesicht in den Händen. Und er beginnt zu weinen. Ja, Elena, die ihm gefolgt ist, windet einen nahen Baum, straucht die Pferde fest, geht dann stumm zu Osko, setzt sich neben ihn, überlegt kurz, ob sie ihm den Arm um die Schulter legt, setzt sich dann aber einfach nur neben ihn und er merkt auch, dass sie anfängt zu schluchzen, noch irgendwie mit vielleicht auch mit Worten ringt und dann sagt, Osko, Osko, das mit dem ins Feuer tut mir so leid. Und dann brechen Elena auch die Worte weg und Osko merkt auch, wie die Amazone dann neben ihm bebt und zittert und auch ähnlich wie er wirklich in die Tränen runterrennen. Um meinen Willen muss es dir nicht leid tun. Um ihre Willen. Ich werde für sie beten. Und Osko versucht,
eine geradere Position einzunehmen, schafft es aber nicht. Sein Rückgrat zittert, ganzer Körper. Das Einzige, was er noch zustande bekommt, sind die beiden Hände zu falten und im Stillen ein Gebet an die Herren Pirane zu richten. An den Herrn Boron, dass die armen Seelen auf jeden Fall in seine Hallen übergehen müssen. Egal, was sie getan haben. Und so verharrt er erstmal für einen Moment. Und immer noch am ganzen Körper zitternd, steht er stumm auf, blickt ganz kurz auf Elena und dreht sich dann um in Richtung der Pferde. Ja, Elena hat auch ein stummes Gebet an Rondra und Boron gemacht. Sie merkt, dass Osko aufsteht, atmet sie tief durch und wischt sich auch die Tränen aus dem Gesicht. Steht auf und seufzt schwer. Osko, wirklich, es tut mir leid. Es ist mir einfach so nahe gegangen mit dem. Ich war so wütend. So. Aber was? Ich kann dein Unverständnis verstehen. Ja, ist gut. Gut sein. Ich möchte dich nicht verlieren. Gebeugt, den Rücken gekrümmt, geht Osko in Richtung der Pferde. Seine Gesichtszüge hängen im Schlapp nach unten. Augen verweint und immer noch bleich in seinem Gesicht, aber nicht von der Kälte. Ja, dann würde Oskar auf eines der Pferde zugehen, das Seil lösen und sich dann auf das Pferd schwingen. Ja, Elena folgt ihm stumm und in sich gekehrt mit verbissener Miene und auch ebenfalls die Augen Tränen gerötet. Und dann reitet sie stumm neben Osko zurück. Sie ziemlich in sich zusammengesunken. Gar nicht mehr so stolz und groß wie noch am Anfang des Abends. Mora und Astanio sind jetzt so wahrscheinlich schon weiter als Osko und Elena im Weg hinunter und merken, dass eine große Traube Menschen euch entgegenströmt. Mit Säcken und Eimern mit Wasser darin. Ja, ein Karren mit Löschsand. Mora versucht, diesem Strom an Menschen auszuweichen. Und einfach unauffällig ihnen entgegenzugehen. Weiter zur Taverne, sich durchzuschlagen. Astanio an der Hand und die beiden Pferde. Und keine Aufmerksamkeit auf sich so sehr zu lenken, die Bürgermeisterin. Sie versucht einfach nur zur Taverne zu kommen und würde da auf die anderen warten. Blickt sich auch immer wieder um, ob sie Jandrik irgendwo sieht, ob sie die anderen irgendwo sieht. Und dann nur noch weiter. Von da aus nur noch weg, hier raus. Achtung, Astanio, nicht hier. Und sie navigiert ihn tatsächlich. Mit geübtem Blick versucht sie zu verhindern, dass er stolpert, dass er stürzt. Und sie bahnt sich einen Weg durch die Menge. Wo ist Jandrik? Ich weiß es nicht, aber er war nicht weit von uns. Er wird wissen, dass wir uns dort treffen. Astanio nickt. Ich muss dem wieder den Hintern retten. Schon wieder. Aber es ging ihm gut, als du ihn das letzte Mal gesehen hast? Ja, deswegen frage ich dich, ob du ihn gesehen hast, weil ich... Das kann sich bei Jandrik innerhalb von 5 Minuten ändern. Er wird es schon geschafft haben. Er hat ein verdammtes Glück. Boron will ihn noch nicht.
Aber die Untoten wollten ihn. Und Echsenmenschen. Und Mora sieht Astania überrascht an. Aber sie sieht hier nicht ihren Ausdruck. Davon musst du mir später erzählen. Ich hoffe, er hat es überlebt. Wer hat was überlebt? Diese Echsenmenschen. Nein. Aber das war diesmal nicht ich. Und Astanio wirkt wieder sehr zerknirscht. Das letzte Mal hast du ihn so gesehen, als sie aus dem Lager geritten sind. Mora sieht es, ist kurz davor nachzufragen, dann entscheidet sie sich dagegen. Da ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für. Erst will sie alle zusammenbekommen, alle lebend hier rausbringen. Das ist wichtiger. Während Mora und Astanio schon weit fortgeschritten gerade die Taverne betreten, durch einen Seiteneingang die immer noch schlaffe Gestalt der Bürgermeisterin mit auf ein Zimmer tragen, sind Ilina und Osko gerade an der Stadtgrenze angekommen. Auch die vielen Leute gesehen, die euch entgegenkamen. Ja, Ilina ist auch entsprechend im weiteren Bogen ausgewichen, als sie das gesehen hat. Kein Bock auf Konfrontation und ja, dann in einem Stadttor sein. Ja, dann nichts wie auf in die Taverne und packen was. Nicht, dass man uns wirklich damit in Verbindung bringt. Wir sollten hier weg. Meint sie so zu Osko? Osko schaut den ganzen Ritt über bereits eher in Richtung Boden. Auf den Kopf seines Pferdes quasi. Hat sich schon zu Beginn direkt eine Kapuze von seinem Mantel tief ins Gesicht gezogen, starrt nach unten, hält die Zügel zwar fest, aber reagiert nicht auf Ilina. Ja, Ilina guckt, dass Oskus Pferd ihrem folgt, weil sie ein bisschen vor ist. Wird sie dann in den Hof von der Taverne, stellt es, beziehungsweise Pferd vor der Taverne, bindet es fest, sieht entsprechend, dass die anderen beiden auch schon da sind und wird dann auch hineineilen. Gucken in ihrem Zimmer, ihre Sachen suchen. Mora! So leicht halblaut Mora rufen entsprechend. Ah, da seid ihr ja. Und du siehst Mora, sie hat die Bürgermeisterin auf ein Bett gelegt und ist auch gerade dabei, ihren Mantel wieder anzuziehen, ihren schweren Mantel mit den 1000 Taschen. Ihre Tasche auch zu packen und zu schultern. Wer ist das? Lena deutet so aufs Bett mit der Hand. Das ist die Bürgermeisterin. Oh, sie war auch eine Gefangene von Yardin, glaube ich. Jedenfalls ist sie dort bewusstlos hingeschafft worden. Ich weiß nicht, ob Yardin sich einer Konkurrentin entledigen wollte oder warum sie dort ist. Jedenfalls haben wir sie gerettet. Das ist gut, aber naja, sie wird hier bleiben müssen. Und vielleicht können wir die nächsten Stunden dafür nutzen, sie ein wenig, erstmal wach zu bekommen, wenn wir das wollen. Ich will sie nicht verschleppen. Ich will sie nicht als Gefangene. Ich glaube, sie wäre eine, es wäre ein Kompromiss, aber sie wäre eine Verbündete eventuell. Ah, das ist dann eher ein Fall für Osko, oder? Und Ilina schaut, ob Osko mitgekommen ist. Sie aufzuwecken, meine ich. Osko ist stumm mitgekommen, ist aber direkt in seinem Zimmer verschwunden und hat die Tür hinter sich geschlossen. Und man hört Sachen, die rumgeräumt werden. Erstmal ein wenig in Ruhe lassen, zumindest für einen Moment. Ja, es hat ihn. Du musst erstmal durchatmen. So im Fadenlicht sieht man halt auch noch die anderen, zumindest Mora eben, dass Ilina auch ziemlich gerötete Augen hat und ziemlich
Ihre Haltung, ihre Anspannung, das sieht man ihr an. Ihre Haltung ist so gebückt und nicht so stolz und aufrecht wie sonst. Wie lange wollen wir hier bleiben noch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Astanio, du wurdest dort gesehen, richtig? Ich wurde dort gesehen und die andere wurde dort gesehen. Das heißt, die Drachengarde ist vielleicht schon auf der Suche nach dir. Wir wissen es nicht. Es kann gut sein, dass alle, die mich gesehen haben, da drinnen umgekommen sind. Muss aber nicht. Das ich sollte mich sein. Nicht blicken lassen. Sicher, vielleicht sollten wir uns sicher. Ein anderes Versteck suchen. Hatte Jandrik nicht etwas mit diesen... Na, wie heißen sie? Die Holzhacker? Genau. Weiß da jemand was davon, ob er weitere... Nein, er hat nur gesagt, er hat sie getroffen. Er hat sie getroffen, aber wir haben an dem Abend nicht wirklich gesprochen. Wir müssen so oder so darauf warten, dass der Junge endlich ankommt. Hattest du nicht deine Maske auf? Das ist halt, wenn du dich jetzt umziehst, das ist der Vorteil, dass wir alle Masken auf hatten. Das. Da hast du deine ausgezogen. Wir können nicht davon ausgehen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir gesehen wurden. Und wir müssen... Wir müssen uns verstecken. Wir müssen aber auch die Bürgermeisterin in Sicherheit wissen. Trollzacker. Aber dazu brauchen wir Jandrik. Dringend. Ja, ich hab ihn aber auch nicht irgendwie gesehen. Man, er ist gut, wenn er sich verdünnisieren will, dann tut er das. Also, auf ihn können wir heute Nacht wohl nicht... Ja, auf ihn können wir heute Nacht, glaube ich, eher nicht mehr zählen. Mora versucht zu überlegen, ob es irgendein Gebäude gab, was ich anbieten würde, um Unterschlupf zu suchen. Ob sie irgendwas gesehen hat. Vielleicht... Moment. Jetzt sind alle dabei, Feuer zu löschen. Niemand ist mehr in der Taverne. Vielleicht in der angrenzenden... Neben der Taverne gab es doch ein Gebäude, wo der Wein hergestellt wurde. Es gibt da auch noch niemanden mehr arbeiten. Nicht heute, nicht diese Nacht. Dort können wir uns einfach verstecken. Ich habe eine andere Idee. Die Bürgermeisterin wird in ihrem Gemach nicht gestört werden. Doch. Wenn die Stadt brennt, doch. Viele werden jetzt schon dort sein und nach ihr suchen. Gut. Das stimmt allerdings. Ich glaube, wir sollten uns da nicht blicken lassen, wenn wir eine bewusstlose Bürgermeisterin bei uns haben. Dann auf zum Wein. Ja, aber wo wollen wir dann morgen früh hin? Wir gucken, dass wir sie wach bekommen und bis dahin mit ihr etwas ausgehandelt haben, das zu unser beider und unser aller Vorteil ist. Und vielleicht ist bis dahin der Unterricht doch noch irgendwo aufgetaucht. Wir lassen ihm eine Nachricht dort. Ich schreibe ihm ein Zettelchen in seinen Raum lege ich es. Das ist kein Minder. Ausdrücken. Gut. Mhm. Wir sollten keine klaren Angaben machen. Gut, dann nehme ich die Bürgermeisterin. Und wir gehen runter? Ja. In der Hoffnung, dass uns keiner sieht. Daniel, holst du Osko? Schaffst du das? In dem Moment hört ihr bereits Schritte auf dem Flur. Und Morak steht auf, macht die Tür auf und schaut langsam raus. Hinter der Tür steht Osko. Taschen bereits gepackt. Der ein Unterschlupf für heute. Osko nickt. Dann sollten wir uns auf den Weg machen. Hep, sagt Mora dann zu Elena, als
und lässt sie die Bürgermeisterin schultern. Verschwindet dann kurz im Raum von Jandrik, schreibt ihm ein Zettelchen, nimmt sogar ein paar von seinen Sachen mit, damit die nicht konfisziert werden, wenn die Drachengarde hier einfällt. Schnappt sich alles und dann nur 2-3 Gebäude weiter. Dort, wo der Wein gemacht wird. Nimmt jemand Oskum, nimmt jemand Jandrik mit? Nicht Jandrik. Astanio? Oskum? Ja, das würden wir hinbekommen. Der kann sich ja an dir festhalten. An einer Hand. Ich muss noch kurz in mein Zimmer. Ich muss meine Bücher zusammenpacken. Es kommt nicht gut, wenn Bücher über Dämonologie hier irgendwo liegen, glaube ich. Bleibst du bei ihm, Osko? Dann geht Morat ich schon mal vor. Oder wollen wir das machen? Ja. Danke. Und Elena setzt sich dann in Bewegung. Wenn Mora und Elena nach draußen irgendwie gehen, zum Nachbargebäude rüber wollen, hört ihr Signalhörner und merkt, dass am anderen Ende des Marktplatzes mehrere Pferdepatrouillen mit schneller Geschwindigkeit über den Marktplatz huschen. Mora versucht irgendwie diesem Ansturm auszuweichen. Durch die Seitentür raus und dann schnell an der Hauswand vorbei. Kann sie es irgendwie schaffen, ungesehen zum Gebäude zu gelangen? Oder sind sie bereits umzingelt? Ja, da ist gerade nichts los. Gut. Ja, Elena folgt ja auch schnellen Schrittes und vorsichtig. Diejenigen Leute, die noch unterwegs sind zu dieser Zeit, stehen jetzt draußen vor den Häusern und blicken Richtung dieser Pferdepatrouillen. Sie suchen uns bereits, murmelt Mora. Mit ein wenig gehetztem Blick und dann weiter. Ja, kann gut sein. Naja, hoffen wir, dass sie uns nicht so schnell finden. Hoffen wir, dass die anderen beiden auch entsprechend ungesehen hier rüberkommen. Es gibt ja auch hinten noch eine zweite Tür, meine ich. Naja, hoffen wir das Beste. Und Mora huscht mit Elena durch die Schatten. Jedenfalls versucht sie das, so gut es geht. Ja, dann kommt ihr irgendwann in diesem Brauerei-Winzerei-Bereich an, wo die großen Fässer auch gelagert sind. Ziemlich einfach, irgendjemand hat die Tür offen stehen lassen. Gut, wenn Feuer ausbricht, rennen erstmal alle auf die Straße. Ja, und da in einer geschützten Ecke lässt Mora wird die Bürgermeisterin quasi hingelegt auf ein paar Jute-Säcke, die dort liegen. Und sie fühlt noch mal den Puls, scheint noch da zu sein, aber sie wird nicht so richtig wach. Ja, und dann wartet sie dort. Einige Zeit später erreichen auch Osko und Astanio die Szenerie über die andere Seite des Gebäudetraktes. Und auch ihr bemerkt, dass in den Gassen die schwer gerüstete Drachengarde-Reiterei an euch vorbeischießt. Richtung Tor. Wir müssen uns beeilen. Komm. Astanio wird stumm sich weiterziehen lassen. Versuchen, gegen nichts zu rempeln oder hinzufallen. Dann findet ihr euch alle wieder im Lagerhaus der Brennerei. Habt ihr gesehen, was da draußen los ist? Da ist eine Menge Reiterei unterwegs. Ja, vor allen Dingen Richtung Stadttoren.
Echt, sie wieder angreifen? Nein, sie wollen die Tore schließen, um den potenziellen Verbrecher hier einzusperren. Normale Taktik. Dem Affe, mit der Geschwindigkeit, mit der die unterwegs waren? Was wollen sie denn sonst machen? Wollen sie, meinst draußen du, sie wollen... nach dem draußen suchen? Wenn sie nicht erwarten, dass derjenige zurückkehrt, wo er sich ins Dorf schleicht. Der Verursacher. Wir werden sehen, was passiert. Wäre praktisch, wenn Jandrik da wäre. Wer erkennt das jetzt draußen beobachten, aber wir müssen, er ist nicht da. Aber bevor wir hier weiter rätseln und uns darüber Gedanken machen, sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die gute Frau hier wach kriegen, um uns dann so schnell wie möglich von hier zu verdünnisieren. Richtig. Sie wird einfach nicht wach. Und Mora blickt Osko in dem Moment an. Ja. Warum wird sie nicht wach? Der geht langsam auf sie zu, kniet sich dann neben sie und würde sie dann untersuchen, soweit er das kann. Sie sieht keine äußeren Wunden. Sie atmet ruhig und gelassen. Puls geht ganz normal. Ich würde mal den Mund leicht öffnen, gucken, ob sie irgendetwas eingenommen hat, irgendein Mittel, was man noch riechen könnte. Du riechst schwer, weil ihr euch hier gerade in einem Lagerhaus von der Brennerei befindet. Riechst auf jeden Fall ihr Parfum. Das alles übertüncht sonst. Dann schließt Oskar erstmal wieder den Mund. Ich würde sagen, sie ist lediglich ohnmächtig. Keine äußeren Verletzungen. Aber sie atmet ruhig. Und Oskar würde sich dann in seiner knienden Position einer Sitzenden begeben und öffnet einige seiner Taschen und gräbt und wühlt darin. Nach einigen kleinen getrockneten Beeren und Pflanzen. Vielleicht hilft das. Dann hört ihr erstmal Gemurmel von draußen und dann öffnet sich das große Tor zum Lagerhaus und zwei Männer betreten ganz schnell die Räumlichkeiten. Da ihr im hinteren Bereich seid, sehen sie euch momentan noch nicht. Sind ein paar Regale noch zwischen euch und Fässer. Sie betreten schnell den Raum und ziehen sofort die schwere Tür hinter sich zu. Mora macht direkt einen Ruck und bedeutet den anderen, still zu sein. Sie duckt sich noch weiter in die Schatten und ihr seht, dass sie bereits einen Dolch aus ihrem Mantel zieht. Und dann schleicht sie den Eindringlingen entgegen. Siehst durch das Zwielicht, das durch die schwächte Beleuchtung hier herrscht, dass dort ein älterer und ein jüngerer Mann ist. Und der ältere Mann hat den jüngeren Mann irgendwie gegen die Wand gedrückt und hält ihm die Hand vor dem Mund. Mora versucht, sich an beide anzuschleichen. Die scheinen ja so miteinander beschäftigt zu sein, dass sie sich in dem Moment unbemerkt nähern kann. Näherst dich auch unbemerkt. Du erkennst den älteren Mann wieder, das ist auf jeden Fall, den hast du schon mal gesehen, das ist, bei einem der Abende, die ihr hier schon verbracht habt. Das ist einer der Hauptverantwortlichen für die Winzerei. Ein Vorarbeiter. Und der sagt jetzt, ruhig, ruhig, ruhig. Du gehst mir nicht. Du musst gar nichts. Es reicht schon, wenn ich deinen Bruder verloren habe. Du wirst nicht gehen. Mora beobachtet die beiden erst einmal. Sie versteht noch nicht genau, was sie sieht. Kennt sie den jüngeren Mann? Den jüngeren hast du noch nicht gesehen. Dann wartet sie erstmal ab. Vielleicht können die beiden ja das klären, was sie hier zu klären haben, ohne dass sie alle entdeckt werden.
Draußen ist wieder dass die Hufe von schwerer Kavallerie zu hören. Wieder ein paar Signalhörner. Dann macht der jüngere Mann wieder Anstalten, sich zu wehren gegen den Älteren. Strampeln ein bisschen, aber der Ältere hat wohl einen Griff wie einen Schraubstock und hält ihn an der Wand fest. Hör auf! Willst du in den Tod gehen? Und jetzt tritt Mora einfach aus den Schatten und ganz ruhig, sehr nah hinter diesem großen, älteren Mann. Gibt es hier etwas zu klären? Ein Schreck fährt durch die Gestalt, was die jüngere Gestalt sofort nutzt, um ihn wegzustoßen. Und dann hat sich der Ältere schon wieder gefangen und hält ihn am Arm fest, bevor er irgendwie das schwere Tor wieder aufstoßen kann. Bleib hier! Verdammt! Die Herren, können wir ein wenig ruhiger sein? Und Mora blickt etwas nervös zur großen Tür. Wer auch immer ihr seid, helft mir, ihn hier zu halten. Der Junge läuft in den Tod. Dann? Und sie tritt an den Jüngeren heran und zeigt ihm den Dolch. Was auch immer hier los ist, ihr solltet euch beruhigen. Das wäre für uns alle besser. So weit würdest du gehen, Vater. So weit. Jetzt hast du schon Fremde mit Dolchen hier hinter mir herlaufen und mich von meiner Pflicht abhalten. Deine Pflicht. Du bleibst von hier. Deiner Pflicht? Ich bin immer noch dein Vater. Sich der Drachengarde anzuschließen? Und sie blickt jetzt den Jüngeren an. Ich bin ein Drachengardist, jawohl. Mora musterte ihn von oben bis unten ein wenig abschätzig. Ist ein junger Mann halt. Vielleicht 2-3 Jahre jünger als Osko. Du bist viel, Jungchen, aber ein Drachengardist bist du nicht. Und das ist auch besser so. Du hast die Frau gehört. Vater. Die mögen dir eingetrichtert haben, was sie wollen. Und die Wagen mögen dir auch schon bezahlt haben, deinen Sold. Aber du gehst nicht, wenn sie gehen. Was ist denn dort los? Und sie fragt jetzt den Älteren. Mobilmachung. Mobilmachung? Ja. Die Gardisten verlassen Geisfeld. Jetzt? Ja, jetzt. Warum? Und sie werden ein Verräter sein. Sie werden mich irgendwann holen und finden. Ach, nichts werden sie. Und sie blickt den Jüngeren an. Warum ziehen sie ab? Du weißt es doch. Mobilmachung. Mehr weiß ich nicht. Das höre ich jetzt schon zum dritten Mal. Und sie zückt wieder den Dolch. Und warum willst du mit? Weil ich einer von ihnen bin. Und Mora spuckt in dem Moment auf den Boden. Ich will hier nicht in irgendein Familiengeschehen eingreifen. Aber ich glaube, ich rette dir gerade das Leben, Jungchen. Was hilft denn ein Leben, wenn man Verräter ist? Man lebt. Zumindest. Hör auf die Frau. Es. Solange du hier ich habe in dem letzten Krieg deinen Bruder verloren. Denkst du, ich lass dich gehen? Du warst nie dafür, dass ich zur Armee gehe. Aber jetzt bin ich da. Du wirst nichts ausrichten können. Irgendwann, wenn ich mich aus dem Fenster schleiche, ich werde ihnen folgen. Ich werde meine Pflicht tun. Ich bin ein ehrenwürdiger Drachengardist. Du weißt nicht, wovon du redest. Kinderfänger sind sie. Nichts anderes. Weise Worte. Solange du deinen Mund hältst und ruhig bist und dich nicht hier rumkrakeelst, ist eure Sache und meine Sache. Wo kommt ihr überhaupt her? Was wollt ihr hier? Von dort? Wir haben geschlossen. Und ich bin hier ein wenig untergekommen.
Ich mag kein Feuer. Und der Trubel draußen ist mir zu viel. Wahrscheinlich hat die Drachengarde das Anwesen angesteckt. Jetzt verkrümeln sie sich. Vielleicht. Das würden sie niemals tun. Wahrscheinlich jagen sie die, die das dafür zuständig sind. Genau, das werden sie machen. Das ist Sache der Bürgermeisterin und wir sollten darauf vertrauen, dass die Bürgermeisterin weiß, was gut ist. Die Bürgermeisterin ehrt die Drachengarde genauso wie ich. Das heißt, sie wird wissen, was zu tun ist. Und ja, den Schwarzbachs Anwesen ist ja den Schwarzbachs Anwesen. Auch das ist nicht mein Belang. Aber die Drachengarde kämpft und tötet. Und stirbt. Ja, die Feinde der Ostrabenmarkt vernichten sie. Und wenn du hier bleibst, stirbst du nicht. Also sei klug. Und Mora packt den Dolch weg. Und lehnt sich relativ leger gegen ein Fass. Ich warte jetzt hier nur noch das Feuer ab. Ich weiß nicht. Stört es euch? Und ich gehe, sie blickt auf den großen Mann. Das ältere Mann schaut dich musternd an. Dass du in meinem Lagerhaus hier irgendwelche krummen Dinger anstellst, würde mich ja sonst dazu verleiten, nachzufragen. Die Drachengarde zu rufen? Zumindest die Büttel. Aber ich denke, in der jetzigen Situation und nach dem, was du hier gesagt hast, werde ich mal über diese Sache hinwegsehen. Werter Herr, ich mag nur kein Feuer. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in der Kindheit. Und der Geruch, da kommt mir das Würgen. Das ist der einzige Grund, warum ich mich hier verkrieche. Und dann versteckt ihr euch in einer Brennerei? Ich mag den Geruch einer Brennerei deutlich lieber als den Geruch von Feuer. Hier ist genug Feuer für ein Leben. Aber hier riecht es mehr nach Wein und Trauben. Und sie zieht ein Silberstück aus dem Mantel. Bitte, ich bezahle euch dafür. Nur damit ich die Nacht hier verbringen kann. Ich will euch nicht bestehlen. Ich bezahle euch. Und sie hält es ihm hin. Er nimmt das Silberstück und beißt darauf herum. Und vielleicht... Morgen seid ihr weg. Und wir haben uns nie gesehen. Schaut so zu seinem Sohn. Gehört? Werde ich beide verraten. Würdest du das? Und sie blickt relativ kühl zu dem jüngeren Mann. Du würdest sie nicht mal finden, wenn sie jetzt aus der Stadt heute Nacht raus sind und ich dich bis morgen früh hier behalte. Du findest nicht mal ihre Spuren, selbst im Schnee. Sei nicht dumm, Junge. Verheizen dich als in der ersten Reihe. Die Schwächsten werden immer zuerst nach vorne geschickt. Vielleicht kannst du ein oder zwei von den Gegnern, wenn da überhaupt Gegner sind, töten und dann wirst du niedergemäht. Du hast den Krieg noch nicht miterlebt, so wie ich. Und nimm es mir nicht krumm, mein Sohn, aber du bist alles, nur kein Soldat. Sie reiten sie zurück nach Altzoll? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Naja. Eine geruhsame Nacht wünsche ich euch. Und, werter Herr, versteht mich nicht falsch, aber bitte, es wäre sicherer für euren Sohn, wenn ihr nochmal ein Auge auf ihn habt. Ich hätte eigentlich vor, ihn hier anzuketten. Ach, damit kann ich helfen. Und sie greift in ihre Tasche und holt Seile heraus. Prima, da habt ihr auf wenigstens euren... Ich kann einen, Übernachtung die Nacht auf ihn aufpassen. Sehr schön. Wenn ich ihn hier morgen nicht mehr vorfinde, dann finde ich euch. Ich krümme ihm kein Haar, sicherlich. Ich kann und Spuren lesen, eher nicht. Du wolltest es mir ja nie beibringen.
Rate mal, warum. Spurenlesbar. So, so. Du wirst Brauer, nicht Soldat. Ich bin schon Soldat. Ich habe den ersten Sold schon bekommen. Wenn du so weiter babbelst, dann knebel ich dich auch. Eigentlich eine gute Idee. Dann schreit er nicht. Und nachdem sie ihn dann komplett gefesselt hat, hält sie so ein Stück Stoff in der Hand, drohend. Wenn du schreist oder zu viel redest, knebel ich dich. Das verspreche ich dir. Der alte Mann legte die Hand auf die Schulter. Sei nicht zu streng mit ihm. Ansonsten habe ich nichts gesehen. Und er geht und stößt die schwere Tür auf. Und Mora setzt sich tatsächlich zu den Füßen dieses Mannes, den sie in sitzender Position an ein schweres Regal gefesselt hat, und schweigt ihn einfach an und beobachtet ihn. Denn irgendwann steht sie auf und geht wieder nach hinten zu den anderen. Versucht ganz ruhig zu flüstern, damit er nichts mitbekommt. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Idioten. Ja. Ja, ein Gast, ein junger Kerl, der nicht weiß, was es heißt, im Krieg zu sein. Naja. Das weiß keiner, wenn man anfängt. Das weiß niemand, wenn man anfängt. Nein, niemand. Ich spreche da aus guter Erfahrung. Wen fragst du? Wem sagst du das? Kein unnötiges Wort jetzt. Ja. Und wir sollten dann schauen, dass sie aufwacht. Ja. Hast du irgendwas getrunken, Osko? Hast du was bemerkt? In der Zwischenzeit hat Osko, auch während Mora mit dem jungen Mann gesprochen hat, hat er leise, hat einige Zutaten aus seinen Taschen geholt, sie in seinen Händen zu einem kleinen Ball geformt, ihr leise in den Mund geöffnet und diesen Ball in ihren Mund gesteckt. Und hofft, dass die Zutaten so langsam ihre Wirkung entfalten. Und er hofft, dass sie dadurch zumindest nach einiger Zeit aus ihrer Bewusstlosigkeit wieder aufwacht. Ja, ganz langsam kehrt wieder Leben zurück in die mittelalte Frau. In dem Moment winkt Osko die anderen zu sich hin. Deutet dann auf ihren Kopf, der sich wahrscheinlich dann leicht wieder bewegt. Astonio bewegt sich kein Stück. Er hat die Fäuste geballt auf den Knien liegen und schaut ungefähr in die Richtung mit einem finsteren Blick, wo die Frau wahrscheinlich liegt. Was ist passiert? Wo bin ich? Sie sind im Lagerhaus. Das war der Winzerei. Was? Wie? Warum? Wo ist der Echsenmensch? Weg. Tot. Erschallt es für Oskos Schulter. Tot? Wie? Was? Wie? Und der Untote ist verbrannt. Der Untote? Na, dann habt ihr wohl nur den Echsenmenschen gesehen. Er hat euch betäubt. Wie auch immer. Er hat den Preis dafür gezahlt. Stehen nicht, glaube ich. Wir wissen auch nicht genau, was passiert ist.
Wir glauben, dass, warum auch immer, seid ihr aufgetaucht auf dem Anwesen von Jadin Schwarzbach. Bewusstlos. Wir wissen nicht, was geschehen sollte. Aber wir haben euch da rausgeholt. Wir hatten gedacht, vielleicht könnt ihr uns diese Frage beantworten. Wie, warum rausgeholt? Was, wie? Wir haben die Vermutung gehabt, dass euch etwas Schlimmes dort passieren sollte. Dass ihr eventuell mit dem Leben bezahlt. Und dann haben wir die Initiative ergriffen. Und euch in Sicherheit gebracht, hierhin. Wie kommt ihr auf diese Idee? Und Mora blickt ein wenig fragend in die Runde. Wer seid ihr überhaupt? Gestatten, meine Dame, Adalbert von Gunzenhausen. Wird Astanio in einer übertrieben schiefen und sehr sarkastischen Stimme. Mora Weirand, ich war Geschäftspartnerin von Jadin Schwarzbach. Adalbert, der Schwarzhöhe. Richtig. Astanio schaut sie einfach nur. Naja, gut, das ist vielleicht nicht sie, aber so halbwegs sie abschätzig an. Es ist ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Anwesen von Jadin Schwarzbach. Wir haben euch da rausgeholt. Wir müssten schnell handeln. Wir müssten fliehen und euch in Sicherheit bringen. Sonst wärt ihr dort ohnmächtig verbrannt. Und Mora sieht, wie sich in dem Moment Osko verkrampft und durchatmen muss. Und blickt ihn durchdringend an und hofft, dass er kein Wort sagt. Was ist denn mit den ganzen Leuten da? Das wissen wir nicht. Helft mir hoch. Ich muss. Ihr müsst euch ausruhen, werte Bürgermeisterin. Man merkt auch, sie schwankt irgendwie, als sie versucht, sich hochzusetzen. Helena drückt auch vor, mit sanftem Druck hält sie die Bürgermeisterin am, dass sie liegen bleibt. Bleibt liegen. Es ist besser, wenn ihr liegen bleibt. Ihr seid noch zu schwach. Es ist nur eine Vermutung, aber ich vermute ein Komplott gegen euch. Ich weiß nicht, wer oder was ihn angestachelt hat, aber jemand wollte zurück. Euch tot ich muss, sehen. Ich muss schauen, wer denn da ist. Ich muss den Sekretär Bescheid sagen, den Bütteln, der Stadtwache und der Drachengarde. Die sind schon alle unterwegs. Ihr müsst gar nichts tun. Ihr müsst einfach hier liegen. Im Lagerhaus der Brennerei. Ja. Das war am sichersten. Wir wissen nicht, wer euch nachstellen würde. Wer euch tot sehen möchte. Die Drachengarde mobilisiert. Ich weiß nicht, wer oder wie oder was oder wohin, aber sie reiten auf den Straßen. Wie Warum? Von der Tarantel gestochen. Wir haben keine Ahnung. Wohin? Wir haben keine Ahnung. Sie müssen die Stadt beschützen. Aber das tun sie nicht. Ich muss mit dem Hauptmann sprechen. Versucht sich wieder hochzusetzen. Bitte. Wir wissen nicht, wer euch tot sehen will. Was ist, wenn es der Hauptmann ist? Was ist, wenn es Schwarzbach ist? Was hätte er denn für eine... Ist. Oh. Wer? Ganz ruhig. Wer will euch tot sehen? Stimmt eine Menge Leute. Na dann, solltet ihr hier bleiben. Fragt mal den Schwarzhörer da drüben. Dem habe ich mich nicht sonderlich gut verstanden.
Der ist harmlos. Klang nicht so. Anderes Thema. Ihr seid betäubt worden. Ich weiß nicht, was ist das Letzte, an das ihr euch erinnert? Herr Achatz. Wer? Der Hexenmensch. Ah. Ich habe mich mit ihm unterhalten über die Rituale hier. Und mit ihm Wo getrunken. Wart ihr dort? Auf dem Fest. Ihr wart erst auf dem Fest. Ihr wisst von dem Fest. Ja, natürlich. Ich war eingeladen. Gut, dann wissen wir, dass ihr erst am Abend selbst das Bewusstsein verloren habt. Das ist diesen Abend. Ihr wart nur ein paar Stunden ohnmächtig. Ach, das schon. Wer hat euch das Glas gebracht? Der Hexenmensch. Kennt ihr schon länger? Er ist ein Freund von Schwarzbach. Dann bestätigt sich mein Verdacht, dass Schwarzbach euch tot sehen wollte. Wieso sollte er so etwas? Weil er Bürgermeister werden wollte? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir hatten das ausdiskutiert. Wir hatten eine Vereinbarung. Vereinbarungen sind da, um gebrochen zu werden. Besonders hierzulande, das wisst ihr. Wie lautete die Vereinbarung? Dass er sich zurückzieht und seine Geschäfte machen kann und die Stadt in Ruhe lässt. Eigentlich habt ihr recht. Ja, der Schwarzbach ist niemand, der sich gerne in Politik einmischt. Eben. Geld interessiert ihn. Richtig. Und ich habe ihm Geld gegeben, damit er sich raushält. Beziehungsweise die Möglichkeit für ein ziemlich gutes Geschäft. Und hat er davon profitiert? Stimmt. Dann verstehe ich sein Motiv nicht. Dann sind es vielleicht andere Mächte. Wenn ich mich an das Gespräch erinnere, was du mit Jalen geführt hast, Mora, hat er versucht, euch, und jetzt wendet sich Helena, die Bürgermeisterin, euch zu bestechen anfangs? Dass ihr mehr nach seiner Pfeife tanzt? Vielleicht habt ihr wirklich ihm nicht zu sehr nach der Pfeife getanzt und er wollte sich nicht mit diesem Geschäft... Ich tanze niemanden nach der Pfeife, außer derer der Bürger, die mich gewählt haben. Vielleicht hat ihm das nicht in den Kram gepasst. War ihm das Geschäft nicht genug? Wenn ihr gern sein Anwesen, diese Form, diese Selbstverherrlichung, die er da zur Schau stellt. Vielleicht. Boah. Ja, vielleicht. Ich habe ihm gesagt, er soll seine Finger aus der Stadtwache lassen. Er wollte einige Leute dort kaufen. Aber ich denke nicht, es wäre nicht gut für die Stadt gewesen, wenn die Stadtgarde einem Privatier gehört. Sie sollte unabhängig agieren können. Richtig. Und das wäre doch ein vorzügliches Motiv. Er wollte die Kontrolle über die Stadt haben, indem er die Kontrolle über die Stadtwache hat. Er scheint ja alles voll Gold kaufen zu wollen. Er scheint zu denken, dass Gold alles ist. Und starke Frauen kann er eh nicht leiden. Oh, das stimmt. Ja. Vielleicht war das nicht sehr gut durchdacht von ihm, aber vielleicht reicht das als Motiv. Das wäre ein zweites Motiv. Er wollte mir einen Rock und ich habe ihn abgewiesen. Ich glaube, das wäre das stärkere Motiv. Ich denke, Abweisung, das geht eine Zeit lang gut. Das ging eine Zeit lang gut. Wir müssen davon ausgehen, dass Jadin Schwarzbach dieses Feuer nicht überlebt hat. Welches Feuer? Das ist jetzt nebensächlich. Die Villa brennt. Es gibt schon Löschtrupps. Die müssten jetzt auf und ab laufen, aber ich habe die Flammen gesehen. Da bleibt nicht viel übrig.
Ich muss dahin, ich muss helfen. Nein, nein. Und Mora blickt bei dem unüberlegten Wort, was sie gewählt hat, wieder zu Osko. Warum seid ihr hier? Wir müssen alle dahin, wir müssen die Stadt mobilisieren, wir müssen alles löschen. Wir müssen euch beschützen. Wir wissen nicht, wer euch noch auf der Spur ist. Und jetzt blickt Mora nochmal in die Runde und ihr seht, dass sie sich verkneift, mehr zu sagen, mit der Wahrheit rauszurücken. Und sie blickt ein wenig hilfesuchend in die Runde. Elena schaut sie an, also schaut Mora an, mit ihr zu und schaut dann zur Bürgermeisterin. Nun, ihr habt das Dorf sehr gut, trainiert. Sie kamen, sie waren wohl schon unterwegs. Wir haben sie gesehen. Sie sind also unterwegs. Das Dorf ist so gut wie leergefegt. Haben Sie an die Löschwagen gedacht? Ich habe extra Sandwagen bereitstellen lassen. Haben wir gesehen. Ja, war unterwegs. Solche Fälle. Ich habe irgendwann gewusst, dass irgendwo mal eins von diesen Holzbretter-Dingern abbrennt. Ich gedacht, die Winzerei überlegt. Brennt zum Erst, aber. Der Winzer ist mit dem Feuer hier immer so unvorsichtig. Ja, wenn die Feuer einmal brennen. Lässt sich wieder runtersacken und man merkt, dass es ihr gut tut. Lasst mich Kraft schöpfen und Und Mora, ihre Kiefer malen aufeinander, ihr seht das. Sie überlegt fieberhaft, was sie sagen soll und was nicht. Und dann räuspert sie sich einmal. Werte Bürgermeisterin, da gibt es noch etwas. Etwas Wichtigeres als dieses Feuer. Und etwas, was die Zukunft dieser Stadt nochmal deutlich mehr beeinflussen wird. Es ist ein Herzog unterwegs. In die östliche Rabenmark. Hierhin. Und auch hier nach Geisfeld. Ein Herzog, der Streiter des Boron. Und der Pereine. Und der anderen Zwölf. Und der Zwölfe. Und dieser Herzog wird kommen. Und die Frage ist, lasst ihr ihn kommen oder stellt ihr euch dem entgegen? Und werdet ihr hinweggefegt? Oder seid ihr kooperativ und seid klug? So wie jemand, der an den Nandus glaubt, klug sein sollte. Ich verstehe nicht genau, was ihr meint. Ich sage, die Heere werden kommen. Und die Frage ist, ob ihr sterben werdet, weil ihr euch entgegensetzt, oder ob ihr euch besinnen wollt auf die Zwölfe, auf die alten Götter. Mir sind Götter egal. Was? Was? Wie? Was? Sind die Götter egal? Wie könnt ihr euch so... Wie? Boberats leer. Ah, jemand, der Bescheid weiß. Natürlich. Ich glaube doch nicht, dass ich wirklich so unwissend in unser Gespräch gegangen wäre, oder? Und die Bürgermeisterin merkt eventuell diesen Unterschied in Nostanius Stimme von nobel und grazil, denn
abgeschlagen und kalt. Die Lehren des Borberrats besagen Folgendes. Das Volk soll sich ermächtigen. Ohne jeglichen Gott, ohne dass ihnen irgendjemand was bestimmt. Deswegen agiert auch die werte Bürgermeisterin genauso, wie sie es tut. Sie möchte nicht, dass sich irgendwer einkauft in die Drachengarde. Nein, das wird alles politisch gelöst. Versammlungen, Abstimmungen, Diplomatie. Das sind die Worte des Borberrats im Grundkern. Bei der Ausführung von dessen, was Borberrat sich gerne ableistet oder ableisten hat, mögen der ein oder andere Fehler unterlaufen sein, aber die Grundidee ist eigentlich recht fair. Hab ich recht? Kann dagegen nichts sagen. Und nachdem Nandus und das Daniel grinst leicht, der Gott des Wissens ist und Borberrat immer noch ein Heiliger der Nandus-Kirche, seid ihr genau diesen Weg gegangen. Richtig? Wie viele hier in diesen Landen. Ich heiße nicht alles gut, was die Borberrat-Kirche tut oder was Borberrat selber getan hat, aber wie ihr schon sagtet, die Grundidee ist gut. Ich glaube, der große Borberrat, wenn ich mich überhaupt im Intellekt mit ihm messen kann und es mir anmaßen könnte, ihm irgendeine Makel zu unterstellen, hat darin gefehlt, dass er sein eigenes Konzept nicht genau durchdacht hatte. Er hat es versucht, mit Zwang umzusetzen, was ein in sich gekehrter Fehler ist. Weil er es konnte. Aber es entspricht nicht wirklich den Lehren des Borberrat. Irgendwie schon. Natürliche Auslese. Es ist die Idee des Borberrat auf die Spitze getrieben. So weit würde ich nie gehen, aber ich habe auch nicht die Kräfte, die er besaß. Nicht den Schneid, sogar meine Seele mit den Dämonen zu verpfänden. Aber Blutopfer? Gegen Menschen? Wo ist das Problem? Mörder, Vergewaltiger, Diebe, Leute, die für schlecht für die Gesellschaft sind. Sollen wir sie durchfüttern? Astanio legt Osko gerade einen Arm auf die Schulter. Auch das sollte Lehre sein. Güte. Gerechtigkeit. Aug um Aug, Zahn um Zahn. Macht es uns das besser? Was ist die Alternative? Rehabilitierung. Das ist blauäugig. Ist es das? Ja. Oder ist es blauäugig, immer seinen Prinzipien hinterherzurennen? Ohne jeglichen Kompromiss. Ohne Abweichung. Ist das jetzt ein philosophisches Streitgespräch? Man könnte es so nennen. Denn am Ende werdet ihr eine philosophische Frage beantworten müssen und eine philosophische Entscheidung austragen. Wie kommen wir zurück auf die natürliche Auslese? Was glaubt ihr? Ist die beste Art und Weise, sich anzupassen, wenn die Streiter der Zwölf hier antrotten? Sich dagegen zu stellen oder zu kapitulieren?
Vermutlich werden sie mich wegen meiner Anhängerschaft zur Kirche des Borberat jagen und verbrennen. Nein. Das werden sie nicht. Ihr werdet euer Amtes enthoben. Das auf jeden Fall. Aber soweit mir bekannt ist, wurden viele von Borberats Anhängern, die wieder zurückgeführt worden sind, in ein Repellationslager eingegangen. Ruhezahl. Schon mal was von dem gehört? Ja, in der Tat. Ihr werdet nicht getötet. Und nein, eure Grundideen werden euch auch nicht ausgetrieben. Euch wird einfach nur der Fehler, den Borberat getan hat. Und es gibt da den einen oder anderen. Seine Fehler sind mir bewusst. Dann wo ist das Problem? Das Problem ist, dass die Fehler der 12 göttlichen Kirche nicht bewusst sind, an denen die kommen wahrscheinlich. Das mag sein. Wisst ihr, wir leben hier mit der dunklen Mutter notgedrungen, weil alles um uns herum die dunkle Mutter verehrt, die Drachengarde zum Beispiel. Mir ist egal, ob die Drachengarde oder die kaiserliche Garde hier durch das Haus, durchs Dorf läuft. Hauptsache, sie beschützen die Stadt und ihre Bürger und lassen sie in Ruhe. Wenn es das ist, was ihr fragt. Das ist doch ein guter Ansatz. Einzige, was wir wollen, sind in Ruhe leben. Und was hält euch dann davon ab? Nichts, wir leben in Ruhe hier. Uns geht es gut, die Stadt ist floriert. Das heißt, ihr werdet euch nicht dagegen wehren, wenn die 12 götterlichen Streiter herkommen? Es kommt ganz darauf an, was sie tun. Es hängt davon ab, wie ihr euch gebart, wenn sie herausfinden, dass Blutopfer getan werden. Wurden. Seht ihr? Sie haben kein Verständnis für das, was wir hier tun. Das ist das Problem. Also es wird einige geben, die kein Verständnis davon dazu haben. Das ist der Fehler der 12 göttlichen Kirche. Nein, der Fehler der 12 göttlichen Kirche ist es, sich ihre Art und Weise des Glaubens anderen aufzwingen zu wollen. Der Glaube ist frei. Und doch dürfen wir nicht die Elementare anrufen und daraus Vorteile ziehen. Das dürft ihr sehr wohl, aber ihr dürft nicht andere Menschenleben dafür opfern. Das ist etwas, was ein Gericht beschließen muss und nicht ihr. Keine Selbstjustiz. Auch das. Das beschließt hier ein Gericht, alter Herr aus Schwarzhöhe. Werdet ihr eines Verbrechens überführt, was so gewaltig ist, dass ihr den Tod verdient? Warum jemanden einfach nutzlos töten, wenn man seinem Tod dann noch einen Nutzen für die Gemeinschaft zufügen kann? Warum überhaupt den Tod zufügen? Weil bestimmte Taten den Tod verdienen. Nein. Niemand hat den Tod verdient. Spricht jemand, der noch nie Verluste erlitten hat. Und das Zahnio steht oder auf. Der noch nie jemanden so sehr geliebt hat, dass sein Verlust nicht wehgetan hat. Das Zahnio steht auf. Und zieht seinen Handschuh aus und zeigt ihr einfach nur kalt die Hand. Beeilung, hä? Erzählt mir noch etwas von Verlust. Und von Liebe. Ich glaube, wir sind beide gar nicht so verschieden. Ich glaube, einer von uns gibt zu. Der andere versucht es von sich wegzudrängen. Ich habe nie gesagt, dass wir nicht verschieden, dass wir verschieden sind. Es gibt aber eine Sache, wo wir uns unterscheiden, und das ist, wenn ich töte, verfolgen mich die Gesichter. Jeden Abend. Jede Nacht.
Und es werden immer mehr. Mit jedem einzigen. Wenn ihr tötet. Dann meint ihr habt etwas Gutes getan. Das ist der Teil, der uns unterscheidet. Woher nehmt ihr die Anmaßung zu bestimmen, dass mich der Tod eines Menschen nicht tangiert? Über dessen Tod ich entscheide. Ansonsten würdet ihr nicht einfach Blutopfer geben. Weil ich sagte bereits, dass ich das nicht einfach so tue. Nehme nicht irgendwen von der Straße und opfere ihn in einem Ritual. Nehme die, die es verdient haben. Es hat keiner verdient. Da liegt der große Unterschied. Das bringt doch jetzt nichts. Osko merkt, wie Astanios Hand sich in seine Schulter eingekrallt haben. Die einzige Frage, die wir wissen wollen, werdet ihr euch widersetzen? Oder werdet ihr euch nicht widersetzen? Und ich glaube, wenn ihr sagt, dass der Stärkere überlebt und der Klügere überlebt, dann seid klug. Und widersetzt euch nicht. Oder sterbt jetzt und hier. Ihr könntet überleben. Und wir könnten euch dabei helfen. Und damit könnten auch Geisfeld überleben. Wir wollen kein unnötiges Blut vergießen. Und wir müssen uns ja nur so lange die Blutopfer aussetzen, wie das Heer wirklich hier anwesend ist und Prajoten. Hoffen, dass hier keine bleiben. Ist. Oder die Menschenopfer auf jeden Fall aussetzen. Die anderen. Das entscheiden sie. Sie opfern wir. Göttern. Ich weiß, es entscheiden nicht wir, aber sie müssen damit klarkommen. Die zwölfgöttliche Kirche opfert niemanden? Sagt das den vielen Anhängern von Satuaria, die auf den Scheiterhaufen verbrannt wurden. Das ist. Das ist eine Gruppe. Ja. Und ähnlich wird man mit uns umgehen. Man hört Borberat. Dann dürfte es nicht dazu kommen lassen, dass Borberat gehört wird. Das ist sehr schade, dass ihr nicht kooperationsbereit seid. Dass ihr schon denkt, euer Urteil ist gefällt. Mein Urteil ist nicht gefällt. Ich fälle mein Urteil nach dem, was kommt. Und nach dem, was ich weiß. Wenn ihr mir zusichert, dass hier keine Unterdrückung stattfindet, gerne. Ich lasse mich sogar auf einen Kompromiss ein. Und der wäre? Es kann gerne einer eurer Rechtswissenschaftler oder darüber entscheiden, welches Urteil gerecht und welches nicht gerecht ist. Das wird so kommen. Das haben wir nicht zu entscheiden. Wir können nur Nachricht senden an die Truppen und ihnen sagen, ob ihr bereit seid zu kooperieren oder ob ihr euch widersetzt. Und ich sehe in euren Augen keinen Willen des Widersetzens. Aber nie Auseinandersetzungen gewollt in meinem Leben. Über alles andere entscheide ich nicht. Wenn die Drachengarde wirklich abgezogen ist, so wie ihr behauptet habt, hat die Stadt eh keine Verteidigung, die nennenswert wäre. Also bin ich in einer schlechten Verhandlungsposition. Das seid ihr. Ihr könnt uns nicht leiden und ihr seid uns überlegen. Und der Herr aus Schwarzhöhe da drüben
behauptet, ihr werdet so moralisch überlegen, dann will ich das auf die Probe stellen. Und sollte ich feststellen, dass er lügt, werde ich alles dafür tun, um die Besatzer aus meiner Stadt rauszukriegen. Das klingt gerecht. Wir verhalten uns zu denen, die hierher kommen, so wie die, die hierher kommen, sich gegenüber uns verhalten. Die Drachengarde war geduldet, weil sie uns schützt. Und weil sie uns in Ruhe lässt. Wenn ihr das auch könnt, willkommen. Aber könnte nur ein Baron oder ein Graf oder sonst irgendwas hier anmarschieren, irgendwelche merkwürdigen Steuern erheben und irgendwelche Leute von der Straße runterholen, weil sie ihn komisch angeblickt haben, dann ist es vorbei. Wir werden das so weitergeben. Wir machen hier nicht diesen Krieg. Wir versuchen es nicht. Wir werden sagen, dass ihr auf ein gerechtes Urteil hofft und euch nicht widersetzen könnt, denn das ist die Wahrheit. Und dann wird ein Urteil gefällt werden. Nicht von mir, nicht von uns. Hoffentlich nicht von den Prioten. Hoffe ich einfach nur, dass ihr es überlebt, weil ihr seid eine kluge Frau. Und Mora tippt sich in dem Moment an den Hut. Wie gesagt, ich werde alles tun, das Wohl meiner Bevölkerung zu halten. Alles. Das ist meine Maxime. Was mir noch einfällt, ihr versorgt ja momentan Altzoll mit Nahrungsmitteln. Richtig. Ein Teil des Wohlstandes dieser Stadt kommt daher. Wäret ihr dann in Zukunft auch bereit, es den neuen Herrscher mit Lebensmitteln zu versorgen? Wenn sie genauso gut zahlen? Das können wir nicht aber festlegen. Wir können nicht so viele Leute versorgen, wenn wir keine Rituale durchführen dürfen. Also ich kenne da jemanden, der euch davon zum Gegenteil überzeugen kann. Und Astanius' Griff lockert sich. Er musste sich sehr zurückhalten bei dem Gespräch. Und klopft Oskar auf die Schulter. Du bist dran, mein Junge. Er hat recht. Es gibt andere Möglichkeiten, die Erdkraft anzurufen, als das Blut von Menschen. Ja, das stimmt. Deswegen, es gibt genug Möglichkeiten. Und es kommen Leute mit dem Herzog. Das heißt, wir dürfen die Rituale durchführen. Wenn es keine Menschenopfer gibt. Es gibt in der Kirche der Herrenpereine auch nun ja Zweige, die alte Wege bevorzugen, in denen es nicht unüblich ist, ein Opfer darzubieten. Ein Ochse beispielsweise zum Frühlingsbeginn. Das wäre ein Kompromiss. Nicht das Blut von Menschen. Und so wie ich gesehen habe, ist Humus auch mit dem Blut von Tieren zufrieden. Das ist richtig. Allerdings sind sie effektiver, die Menschen. Aber gut, wenn die neuen Besatzer Verschwendung wollen, sollen sie sie kriegen. Ich denke, es wird nicht um Verschwendung gehen. Es geht jetzt primär eigentlich darum, das Heer zu versorgen. Und danach werden wir sehen, was, wie viel ihr tatsächlich abgeben müsst. Weil wenn das gesamte Land wieder urbar wird. Wir können leider keine großen Versprechungen machen. Für die nahe Zukunft. Auch das verstehe ich. Es ist eine schwierige Situation, aber wenn ihr das gebt, was ihr geben könnt, ohne dass das Altzoll hellhörig wird,
Wird sich das Herr freuen. Wir können nicht zwei Reichen dienen. Na. Also wird Altzoll merken, wenn sie keine Nahrung mehr bekommen. Dann ist das Herr hoffentlich schon nah genug an den Toren, dass Altzoll nicht hier hinrücken kann und hier auf den Putz hauen kann. Na, das hoffe ich doch. Dass sie uns schützt. Wenn wir euch versorgen. Das ist ja wohl das Mindeste. Und es wird so sein. Das Herr kommt nicht, um Gott zu schützen. Es kommt, um zu schützen. Solltet ihr Probleme bekommen mit den Bandstrahlern, scheut euch nicht, meinen Namen zu nennen. Oh. Ihr seid also ein Bekannter im Westen. Wollt ihr mir nicht dann euren richtigen Namen sagen? Ascanio Armano zu Janisberg. Ich kann euch nichts versprechen. Aber wenn es sein muss, werde ich euch in eurem Gerichtsprozess vertreten. Um ein gerechtes Urteil herauszufischen. Und Ascanio wird sich umdrehen und ihr seinen Rücken zeigen. Ich weiß, wie die Praios-Kirche agiert. Die tritt zu dir hin, wenn du dich wieder umdrehst, krempelt ihren Arm hoch und zeigt dir etliche Schnittwunden, die vernarbt sind auf dem Arm. Ich auch. Ascanio nickt. Ich sagte ja, wir sind ähnlicher, als wir uns das vielleicht zugestehen. Nicht die Kirche macht die Religion. Die Menschen. Götter sind unwichtig. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist eins, was ich hier gelernt habe, in der Ostravenmark. Im Endeffekt helfen sie einem nicht. Sondern die Menschen tun es. Ich denke, das ist eine Diskussion, die man mal mit einem Becher Wein zu besseren Zeiten. Ich glaube, so schnell trinke ich keinen Wein mehr, nach dem, was gerade geschehen ist. Aber vielleicht in ein paar Monaten. Dann können wir anstoßen auf meinen Freispruch bei meinem Prozess. Bei dem ihr mich vertreten habt. Und wenn nicht, dann habe ich jetzt 4 Zeugen, die bezeugen können, dass mein Tod gegenüber der Praios-Kirche oder der 12-göttlichen Kirche, ich weiß ja nicht, wer den Richtspruch fällt, bitte nicht umsonst sein soll. Gib mich dem Humus hin. Dann habe ich noch einen Sinn. Die Frage ist, bedarf es dafür einer Opferung oder reicht es, mich wieder in die Erde hinabzulassen? Denn auch so werdet ihr wieder Teil davon. Nicht so. Wir sind Zeugen. Sollte es so sein, dass ihr zum Tode verurteilt werdet, dann wissen wir, was euer Wunsch war. So sei es. 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 So, und jetzt jemand von euch ein Messer oder sowas? Muss dieses taube Gefühl im Kopf loswerden. Gebt mir einen Moment. Wo genau im Kopf?
Es ist diese Substanz, die im Wein war. Ich weiß es nicht. Alles dreht sich immer noch ein bisschen. Kann nicht klare Gedanken fassen. Ja. Dann. Zeit wird vor allem Besserung tun, aber vielleicht kann ein wenig hiervon noch helfen. Und erneut greift Oslo in seine verschiedenen Beutel. Ihr kommt auch nicht aus Schwarzhöhe, oder? Das ist euch jetzt erst aufgefallen. Eigentlich kommt ihr beide nicht aus Schwarzhöhe, das war mir immer bewusst. Aber wo kommt ihr her und wer seid ihr? Er weiß ich jetzt, wer er ist. Ein Bailunker Magier. Nun, ich habe euch nicht angelogen. Mein Name ist immer noch Osko. Und ihr seid Heiler. Nicht ganz. Reutermann. Schamane? Netter Versuch. Novize. Macht große Augen. Welche Gottheit? Osko hält ihr den Ball hin, der jetzt aus Kräutern geformt hat. Und dann mit der anderen Hand zieht er an seiner Kette, an der er das hölzerne Symbol mit dem Storch hat. Sie nickt. Dann hätte ich mit euch die Diskussion führen müssen, nicht mit ihm. Ich mische mich nicht gerne ein. Und mein Kollege hat so eben sich das Wort übernommen. Dann haben auch wir beide etwas gemeinsam. Was ist da drin? Osko würde ihr ein paar Kräuter nennen, die er dabei hat, die halt gegen Taubheit helfen sollen. Hier bitte Namen einfügen. Ich werde es probieren. Etwas Wirksameres habe ich nicht. Meine Möglichkeiten sind begrenzt. Was hättet ihr jetzt von meinem Tod? Eigentlich nichts, nicht wahr? Nach der ganzen Sache hier. Ihr wollt ja was von mir. Glaub mir. Ich habe noch nie so etwas gemixt. Selbst wenn, wüsste ich nicht wie. Wobei, das ist nicht ganz wahr. Aber nein. Das ist nicht giftig. Runterschlucken? Oder drauf kauen? Kauen. Die Stoffe müssen sich in eurem Speichel entfalten. Gulmond, ne? Zum Teil. Und andere Sachen. Bei Zeiten müsst ihr mir das Rezept verraten, wenn es wirkt. Und sie beißt darauf herum. Wenn wir uns wiedersehen. Und zu eurer Frage, man kann schon sagen, dass ich aus Neu-Oberbach komme. Verstehe. Ihr wollt aber wissen, wo ich ursprünglich stamme. Aus dem Westen, nehme ich an. Werheim. Das ist weit weg. Da habt ihr recht. Willkommen, Oskar aus Werheim, in der Ostrabenmark. Mein Empfang habe ich schon lange gehabt. Aber danke. Man kann sagen, ich kenne die Ostrabenmark besser als meine Heimat. Beziehungsweise ist sie zu meiner Heimat geworden. Sie blickt dich mit einem kauenden Geräusch, einem schmatzenden Geräusch irgendwie an und versucht so deinen Blick irgendwie zu fangen. Und so runzelt dann so ein bisschen die Stirn. Dagegen gibt es keine Kräuter. Osko legt den Kopf schief. Was meint ihr? Die Art, wie ihr sprecht, ist anders, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Nicht, weil ihr euch nicht verstellt, sondern
weil etwas euch belastet. Das ist richtig. Und ich sagte, gegen so etwas hilften keine Kräuter. Da habt ihr recht. Aber das ist meine Last. Vielleicht heilt auch diese Wunde irgendwann. Dieses Land hat es an sich, dass es einem Lasten aufbürdet. Das ist richtig. Das habe ich schon so kennengelernt. Ein Novize der Pareine. Neu-Ogrinwacht. Tief im schwarzen Landen der dunklen Mutter. Gibt einer Borbaradianerin und ausgewiesenen Gegnerin der zwölf göttlichen Kirche Heilkräuter. Und das, obwohl es etwas schwer auf seiner Seele lastet. Oder genau gerade deswegen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Und trotzdem seid ihr ein Mensch. Dass wir nicht dieselben Ideale folgen, hat in dem Sinne noch nichts zu bedeuten. Ich hoffe, dass mehr Leute wie ihr mit dem Heer anrücken. Hätten wir uns früher unterhalten, wir beide? Wären wir vielleicht schneller zu einem Ergebnis gelangt. Möglich. Ihr solltet euch nicht wie immer so zurückhalten. Das steht euch nicht. Stand mir sehr lange. Aber ich denke, ich verstehe, dass warum ihr recht habt. Aber anscheinend ändern sich die Zeiten. Auf jeden Fall habt ihr da recht. Und viele von denen, die ich kenne, lassen sich von diesen Argumenten eher überzeugen als von einer philosophischen Auseinandersetzung, für denen den meisten die Argumente fehlen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke schon. Wobei ich auch im Osten wenig Leute kennengelernt habe, die so denken. Die wie denken? So wie sie. Oder wie ich. Es ist schwierig hier. Ihr habt selbst gesagt, diese Länder tun etwas mit einem. Die letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, waren schwer für die Bevölkerung. Es tut ihnen gut zu wissen, dass sie etwas tun können, um sich selbst aus der Schlinge zu ziehen. Wenn man ankommt und sagt, schau auf mein Amulett. Das Tier darauf wird dir helfen, werden die meisten mit dem Kopf schütteln und sagen, ach, wieder einer von denen. Aber wenn ihr tut, was ihr tut, das merken sich die Menschen. Einer Feindin helfen. Ich glaube, das hätten die obersten Borberatkirche niemals gemacht. Aber es macht Eindruck. Oswin nickt, lächelt dabei. Danke für euer Kompliment. Übrigens, schluck das bitte nicht runter. Es verstimmt den Magen. Danke für die Hilfe. Spuckt es auf die Hand, lässt es auf den Boden fallen. Wie gesagt, bei Zeiten nehme ich gern das Rezept. Ein Rezept ist schwierig. Es ist mehr Gefühl. Und wenn ihr
Ich glaube nicht, dass ihr daran Interesse habt, aber wenn ihr möchtet, dann zeige ich euch ein paar Dinge, wie man ohne Kräuter Vergiftung heilt. Auch da gibt es Möglichkeiten, die ich besitze. Danke. Oh, ich wette. Deswegen sagte ich ja, ihr hattet kein Interesse daran. Aber dir ein Angebot steht, falls ihr es irgendwann mal in einem braucht. Ich schätze euer Angebot, aber ihr wisst, dass ich dankend ablehne. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das Ding, dieses Bällchen war echt gut. Mir geht's hervorragend. Ich sollte jetzt aber wirklich mal nach draußen gehen und den Leuten zeigen, dass ich nicht tot bin. Oder meint ihr, da draußen läuft immer noch jemand rum, der mich umbringen will? Hoffentlich nicht. Aber ja, ihr solltet euch zeigen. Und hoffen, dass bald wieder geordnete Strukturen einkehren. Wie wär's, wenn sie mich begleitet? Sie sieht aus, als würde sie eine gute Leibwächterin abgeben. Die beste, die ich kenne. Und Mora blickt in dem Moment zu Elena. Elena hat die ganze Zeit geschwiegen, sich das angehört und immer mal wieder eine Miene verzogen, also mein Gesicht angespannt, gekaut, weil es ging ja doch alles, hat sie zum Nachdenken angeregt und jetzt schaut sie ein bisschen irritiert, weil sie so in Gedanken versunken war. Natürlich kann ich euch begleiten. Ich glaube, ihr versteht die Auffallsache auch besser, als ich dachte, nicht wahr? Was meint ihr jetzt? Na, wenn ich mich nicht alles täusche, seid ihr eine Amazone. Erwischt. Ihr versucht es auch nicht wirklich zu verbergen. Naja, ich trage gerade meinen Säbel, aber sonst lässt sich halt schwer verbergen, was man jahrelang gelernt hat. Ich glaube, ich lasse den Säbel besser hier für die Nacht. Ist doch das Auffälligste an meiner Kleidung. Nehmt ihn mit. Euch tut keiner was, wenn ihr bei mir seid. Ich habe ja noch das normale Schwert. So eine wandelnde Waffenkammer. Das würde ich jetzt nicht sagen. Dann folgt mir. Und Elena legt ihm eben, sagt den Säbel ab, nickt dann zu. Nun, wir sehen uns. Und dann tritt sie leise der Bürgermeisterin hinaus. Am Gefangenen vorbei, gucken, ob der noch da sitzt, was der macht. Ein Bürgermeister schaut so, oh, Odewald, hat dich dein Vater wieder angebunden? Geht an dem vorbei und geht raus. Lena würdigt den, guckt nur kurz auf den jungen Mann, legt den Kopf schief und geht dann weiter raus, die Hand auf dem Schwertknauf. Folgt der Bürgermeisterin. Schließt die Tür dann hinter sich. Und so geht ihr in die Nacht hinaus, immer noch den Geruch von Asche und Feuer in der Luft über der Stadt. Straßen leergefegt, der Himmel zugehangen mit den Wolken und dem Rauch. Das Mardermal kommt kaum durch. So tretet ihr ins Dunkel, nur beleuchtet von einigen wenigen Laternen, die leuchten auf der Straße. Und hier verlassen wir die Rabenmark für heute. Klingt gut. Was? Eine intensive Runde. Hätte ich es nicht gedacht, dass die so krass wird. Recording stopped. Boah. Boah. Der Stress am Anfang richtig geil ausgucken. Richtig geil. Ja, halt es vor. Allergrößten Respekt, vollstes Verständnis. Richtig geil. Es war eine Osko-Folge. Das war mal langsam überfällig. Ja, sowas von. Ich hoffe, ich bitte alle im Chat, wenn ihr noch zuhört.
Einmal Applaus für Osko. Osko loben. Ja, sehr schön. Bescheidenheit ist die Tugend der Pareine, bitte. Ach, nicht, ja, so meine, nicht meine Gottheit. Hat, so hundertprozentig hat die gute Dame euch auch noch nicht verstanden. Aber. Ja. Naja. So philosophische Die hat aber Gespräche. Auch. Ja, philosophische Gespräche, die hat, glaube ich, in jedem von uns irgendwas ausgelöst. So zu sprechen und über die Zwölfe so zu sprechen. Ja, ist halt ist immer eine Sache der Perspektive, ne? Also. Naja, klar. Die Gute wusste jetzt auch nicht, was ihr gemacht habt, aber wenn sie das gewusst hätte, hätte sie sich auch mit euch darüber, also hätte ihr euch da auch konfrontiert, dass das so. Mhm. Deswegen hat Mora gesagt, es ist ein Feuer ausgebrochen. Ja, genau. Nichts weiter. Ja. Es gibt Dinge, die muss sie nicht wissen. Nein. Dinge, die man uns nicht nachweisen werden wird, hoffentlich. Hallo, willkommen, Marcel Theba. Tebam. Oder Marcel Bam. The Bam. Bam. Marcel the Bam. Naja. Ich finde aber Teebam auch gut. Ja. Ja, ich muss mir das, glaube ich, auch nochmal anhören und dann schauen, was Elena daraus mitgenommen hat, weil das war dann doch schon so ein... Ja, die ist... Sehr krass. Die ist halt... ja, gezeichnet durch das, was da irgendwie ist und hat halt ihr kleines Fleckchen eine Welt geschaffen. Ja, klar, da hat Elena auch vollstes Verständnis für, deswegen hat sie auch dieses gesagt, hört damit auf, wenn sie kommen und fangt damit wieder an, wenn sie weg sind. Macht halt eine kurze Pause. Also zumindest mit dem, generell mit den Opfern. Also es ist so ein, und vielleicht kommen die beiden auch nochmal ins Gespräch, weil Elena weiß ja auch, dass... Rondra sind ja auch so Radikale, ne? Ja, ich meine, es gibt halt auch Tieropfer an Rondra, ne? Das ist halt auch ähnlich wie bei Pereine, die Opfer zum Frühling gibt es halt vor einer Schlacht, wird halt auch mal ein Tier geopfert. Ach, da gibt es auch mehr Opfer, aber das war jetzt nur ein Beispiel von Osro. Da gibt es auch mehr, glaube ich. Also, das ist ja schon eher üblich. Das ist halt, was man. Das glaube ich, wenn überhaupt so Opfer auch mehr im inneren Kreis stattfinden, als jetzt vor der öffentlichen Leuten. Aber Elena kennt das halt auch, Blutopfer an die Götter. Ich habe mir jetzt verkniffen, weil ich denke mir, ob Elena sowas sagen würde, halt, ne? Wie dir Humus Blutopfer, das ist im Grunde, als würde dir Humus anbeten. Ja. Ja. Ja, das tun sie halt. Das ist quasi deren Gott dann. Sie sagt, sie hat keine Götter. Ja, es ist, die will ja was davon denen, also. Ja, es ist halt mir so ein, wie du mir das so. Das ist halt auch sehr, sehr bombardianisch, ne? Irgendwie. Mhm. Dadurch gewinne ich Macht über die, deswegen nutze ich das. Ja. Wenn das, ich mir so auch anfangs mal gedacht, man könnte auch einfach mit denen reden. Wir könnten ja zum Beispiel unseren wie heißt sie noch, Dornblatt aus dem Walmar rufen, gucken, ob die da nicht was mit sich reden lässt und da dann wirken lässt. Aber Elena, ich weiß nicht, Ja. Ich bin halt echt damit überlegen, ob Elena sowas machen würde, ob sie halt dann so ein... Aber ich glaube, das wird sie nicht... Wird sie nicht tun, halt so ein, quasi so ein Blutopfer und dann Dornblatt versuchen zu rufen. Aber ich glaube, das ist nicht Elena, das wird sie nicht tun. Aber wenn sie das vorschlägt, wird sie wahrscheinlich von anderen Kopf kürzer gemacht. Das hatte ich jetzt schon ganz wieder vergessen, dass man halt darüber halt dann quasi dass sich Dornblatt darum kümmert als Dankeschön für uns. Und das hat nicht so häufig Blutopfer mehr gemacht werden müssen. Einfach, dass man halt aufgrund dessen, dass es halt sowieso auf so einem Knotenpunkt läuft, man gar nicht so viel reinpumpen muss, sondern einfach über anderes da entsprechend den gleichen Wohlstand behalten kann, ohne dass man Blutopfer macht. Also es ist kein Knotenpunkt, es ist einfach nur eine ja, oder die Kraftlinie, ja, die da halt voll durchfließt und ja, die liegt da halt sehr offen. Da haben wir die, vielleicht auch wegen der Opfer, weil es halt da offen liegt. Und wenn man das halt offen hält über Dinge. Ja, ich denke, ich würde es eventuell das Dornblatt nochmal ansprechen, ob man denn nicht irgendwie Oskudi rufen kann. Bei Elena, ich glaube, die wird das nicht tun, weil Elena denkt soweit nicht. Ist zwar mir in den Sinn gekommen. Ich muss nur an den hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
Der ist mir relativ zu Anfang schon nochmal eingefallen, dass wir den hatten und dass wir den ja, dass der ja quasi, der hat ja eine Verbindung zu der Kraftlinie. Der ist ja auch per Kraftlinie in den Wall. Das genau, heißt, der ist darauf rumgereist. Das heißt, wir können mit dem in Kontakt treten. Aber die Frage ist halt, Elena kann keine Magie. Das heißt, sie hat keine Ahnung, wie sie sowas tut. Und so. Frag die Bürgermeisterin, die bringt dir es bei. Ja! Die bringt es mir bei. Nee. Die bringt uns allen Blutmagie bei, Leute. Ja. Und es ist nicht unbeobachtet geblieben, wie cool Astanio mit dieser Frau gechattet hat. Wo ich mir auch dachte, da hat Astanio ein paar Sachen gesagt, wo sich Mora denkt so, und du willst 12 Götter, glaube ich, sein? Ey, du bist gerade richtig mit Borberat am Flirten. So ist es nämlich. Ja, ja, ja. Das ist auch so. Es ist ja auch nicht einfach. Also sie hat ja jetzt auch nur die positiven Dinge der Borberat-Kirche dargestellt, ne? Ja, ja, ich meine, das ist halt, das klingt halt in meinen Ohren, vielleicht auch in Elenas Ohren, gar nicht so unlogisch. Was meint ihr, warum halt so viele Leute sich diesem Team angeschlossen haben? Das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Das ist ja, also ich sehe Borberat eher so, eher wie bei uns in der echten Welt, um da mal eine Brücke zu schlagen, Richtung Aufklärung. Und in der Aufklärung ist so viel Scheiße passiert teilweise. Die Leute wurden geköpft, die Königsfamilien wurden geköpft. Das war alles auch mit Blut bezahlt. Das war auch alles schrecklich. Und die Aufklärung hat es trotzdem gebraucht. Ja, ja. Und das ist ja genau das, ist ja genau jetzt das Gleiche. Das ist, und nach meiner Meinung, also Astanio liebäugelt nicht nur mit Borberat, er sagt, das, was Borberat da im Grunde vorschlägt, ist eigentlich das, wonach wir streben sollten. Die Umsetzung davon ist beschissen. Das hat auch Astanio auch mehr als einmal gesagt. Mhm. Also, jetzt Astanio wieder so da den Bösen zuzuschieben, weiß ich nicht. Gibt es Neo-Borberatismus? Bestimmt, ja. Bestimmt, natürlich. Ich meine, ich denke mal, ich denke, das Problem ist, ihr dürftest, man kann das nicht mit der hiesigen Welt vergleichen, ne? Weil es ist immer noch Aventurien und in Aventurien ist die Existenz und die Wirklichkeit von Göttern eine völlig andere als in unserer Welt. Ja. Und deswegen war Mora so total, so krass, also deswegen ist er auch einfach das Wort weggeblieben, als sie meinte, Götter sind noch egal. Und so, was? Was? Also, ja, vor allen Dingen, die Götter helfen nicht. Ne? So, das ist die Erfahrung, die die Leute da haben. Ne? Ja, klar. Ja. Darum hat er auch versucht, auf andere Ebene zu kommunizieren. Ja, nein, die Götter sind nicht egal. Die Kirchen, die sie vertreten, sind egal. Das ist ja auch eine Grundsatzdiskussion, die jetzt zum Beispiel... Ist ja gut drauf eingegangen, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Aber Mora war einfach baff, weil die sagt so, nein, die Götter sind da und die Götter helfen. Ja. Und wir müssen nur einen Weg finden, sie uns helfen zu lassen. Also, das ist auch in Moras Erfahrungsschatz, ne? Also, ja. Ja, absolut. Also Mora hätte die hätte niemals diese Diskussion führen können. Und da ist man auch bei Henne und Ei, ne? Also gerade in Aventurien auch, was bedingt was, ne? Bedingt die Hilfe den Glauben oder bedingt der Glaube die Hilfe? Ne? Also dann dreht man sich im Kreis. Also es ist gerade diese Sachen sind auch schwer zu bespielen, finde ich, weil man irgendwie sich erstmal in dieses Setting reindenken muss, was in Aventurien existiert und dann so auch ein bisschen die reale Welt hinter sich lassen muss. Ja. Von daher super gemacht, auch von Astanio, finde ich. Wenn das alles Jandrik gehört hätte, kam gerade. Er wäre durch die Decke gegangen. Totally different story. Ja, Jandrik ja auch einen absoluten Hass auf Borberatianismus hat. Ja. Dann ja, auch über Borberatianer. Da wäre nicht nur Astanio tot, da wäre sie tot, da wären noch viel, 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 viel. Jandrik hat ja auch beim letzten Mal, als Astanio gesagt hat, dass sie Borberat-Anhängerin ist, da hat er ja auch schon mit sich gehadert, ob er sie nicht einen kürzer macht, ne? Naja. Ja. Und belassen wir sie im Amt, ne? Das tun wir ja nicht unbedingt. Wir lassen sie ja vor Gericht führen. Und ich glaube, ganz ehrlich, glaube nicht, dass sie im Amt bleibt. Ich glaube schon, dass sie eine Strafe bekommt. Und darum habe ich das mit Ruhezahl versucht zu verkaufen. Also dieses... Das Problem ist, dass ich da mir auch echt schwierig ich fand, weil das ist so ein bisschen auch so einen Fadenbeigeschmack hat wie so ein Umerziehungslager, finde ich. Das finde ich furchtbar, aber... Das ist es ja. Ich dachte mir so, was ist das? Okay, es ist ein Umerziehungslager. Klar, die werden halt, was mir eher an der Bürgermeisterin gefällt, was Elena wahrscheinlich auch so dachte, okay, ja, sie hängt zwar Borberats Ideen nach, die Astanio für uns alle erläutert hat, aber sie sieht halt ein, okay, der Weg, den Borberat da eingeschlagen hat vor 20 Jahren, der war falsch. Der Mora sieht das ganz klar. Der hat es halt mit Gewalt versucht. Die alten Götter müssen etabliert werden, Ende.
Ja, ja, davon ist die Lena, das, die alten Götter, da, denen ist, die, Lena ist ja sowas von noch Rondrat, ne? Also auch wenn sie jetzt halt diesen einen Kampf da mit unlauteren Mitteln gemacht hat, aber es ist halt, man kann es ja parallel halten. Freie Entscheidung für die Leute und Nein. Noch mal ganz kurz ein bisschen Lore runterschieben. Ich weiß, dass der Ossi da nicht so firm immer ist und cool, dass du Ruhezahl reingebracht hast. Ruhezahl ist schon seit über 20 Jahren tot. Scheiße. Ups. Ich hab's jetzt übersehen. Also, ich meine, erst woher soll Astanio das mehr oder minder. Ja, auch wieder wahr. Ne? Woher soll Astanio das her auch wissen? Er hat es halt vielleicht einfach verdrängt. Ja, und Ruhezahl hat auf jeden Fall in den Lehren der Bailunka Akademie große Rolle gespielt. Von daher kann man den ruhig anbringen. Ne? Also. Ja, nicht nur, dass er tot ist. Das heißt dann nicht nur, dass das Ruhezahl, dass er jetzt nicht weiter, das muss ja nicht Ruhezahl jetzt weiterführen, sondern nach seinen Lehren halt irgendein Nachfolger, mein Gott. Ja, ja. Aber die Grundidee ist ja das Gleiche. Ist ja genauso, wie ich jetzt sagen würde, hast du weil vom Papst Schlag mich tot diesen Spruch gehört? Ich finde das Gleiche. Der ist auch tot. Oder meintest du nicht Ruhezahl, sondern Rohal? Ich meinte schon den Zauberer aus der. Beides Zauberer. Also es gibt Rohal den Weisen, das Gegenstück zu Borberat quasi. Pölle. Aus Pölles Universum momentan. Also auch ich da möchte nicht zu viel vor, deswegen. Also es ist Ruhezahl vom Anboss. Verdammt aber. Ruhezahl vom Anboss ist ein Weißmagier. Okay. Elena, bitte haltet die Ohren zu und jeder, der nicht gespoilert werden möchte, bitte jetzt auch. Ich rede von dem Zauberer, der am Ende die gute Frau aus, die diesen Borberat-Tempel da gegründet hat. Ja, das ist Ruhezahl vom Anboss, ja. Ach. Ja, siehst du. Ein bisschen habe ich mir doch gemerkt. Ja. Rohal der Weise ist wiederum der größte Magier aller Zeiten. Ne? Der ist auch schon ultra lange tot, also in Anführungsstrichen tot. Der ist halt verschwunden im Kampf gegen Borberat. Also in der Gore-Wüste sind die so aufeinander und dann. Ja. Ich meinte dann schon Ruhezahl. Okay. Kann man leicht durcheinander bringen, weil die Namen klingen auch. Ja, ja, das ist. Ja. So. Aber da der gute Kakko morgen früh raus muss und in Urlaub fährt, was ihm super gegönnt ist, muss man die In-Time-DSA-Lore-Sachen ein bisschen verschieben. Und ihr könnt ja hier mal ganz kurz eure Kanäle und eure Projekte vorstellen, während ich raussuche, wo wir uns denn mit dem Raid hinbegeben. Ommelwirbel? Es beginnt heute der Kakko. Ah, verdammt. Ich wollte euch mit meiner Suche schicken. Egal. Ich habe aktuell vor allen Dingen meinen Twitch-Account. Da, wenn ich mal nicht im Urlaub bin oder irgendwie anders verhindert bin, wo ich da regelmäßig am Wochenende Warhammer-Content, also das heißt Tabletop-Content zu streamen, also in der Kategorie Warhammer. Und genau, aktuell sind da vor allen Dingen immer noch meine Bemalt-Streams, aber ich kann ja schon mal sagen, es ist alles bereit. Nach meinem Urlaub werden die Vorbereitungen getroffen für eine Pen-and-Paper-Runde wieder auf meinem Kanal. So. Das, wup. Die Wup-Wup-Machende macht da vielleicht auch mit. Das haben wir auch schon vielleicht mal so abgesprochen. Genau. Ansonsten habe ich auch noch einen YouTube-Kanal, da leite ich das Zeug irgendwann hoch. Wenn ihr wissen wollt, was ich so privat mache, dann könnt ihr gerne bei mir auf Instagram mal vorbeischauen. Danke, Ossi. Genau. Wenn ihr das jetzt später schaut auf YouTube, könnt ihr auch unter dem Video gucken, dann sind auch nochmal die ganzen Links alle aufgelistet. Apropos Ossi. Erst bei Sierra. Ich mach die Links gerade. Alles klar. Ich habe Wup Wup gemacht, weil ich bald hoffentlich beim Kakko auf dem Kanal zu sehen bin, wenn ich in seiner Rollenspielrunde spiele. Ich bin im Moment nicht so aktiv. Ihr könnt mich finden auf Twitch. Ich habe auf meiner Urlaubs-To-Do-Liste, weil ich jetzt auch in den Urlaub starte, auch stehen, dass ich nochmal streamen möchte. Und vielleicht kann ich ja nochmal zum Beispiel das Rollenspiel For the Queen spielen und auch hoffentlich streamen. Das wäre cool. Dann würde ich auch da nochmal ein Häkchen dran machen, dass ich nochmal gestreamt habe. Aber ansonsten findet ihr mich vor allen Dingen auf Instagram unter Sierra_Streams
Und den Link findet ihr jetzt durch den netten Ossi im Chat. Cool. Und jetzt die Elena oder die Eleanor. Ja, ich habe auch tatsächlich Instagram, wo ich eigentlich am meisten unterwegs bin. Jetzt kürzlich, gestern habe ich noch ein paar Posts abgesetzt, nur ein bisschen was nachgeholt und ein paar schicke Bilder hochgeladen. Sonst, ja, bei YouTube habe ich auch hier die Spätedämmerungsrunde verlinkt und habe auch ein Video, meinen ersten Stream zum Video von Episode 19 dieses von hier Spätedämmerung gemacht, hochgeladen. Ja, und hin und wieder bei Twitch. Ich plane eventuell auch demnächst mal eine Runde für die Königin zu streamen. Aber naja, ich bin halt da neu im Business und müssen wir da noch ein bisschen einlesen. Ja, und dann ist der Ossi hoffentlich fertig und dann gebe ich jetzt an den Ossi weiter. Ja, bei mir ist momentan ein bisschen tote Hose, weil es ist Urlaubsphase, auch bei mir. Ich bereite mich auch langsam davon rum. Dafür muss ich dann aber auch leider sagen, dass ich dann das nächste Mal nicht dabei bin, weil dann bin ich schon auf dem Weg tatsächlich im Mal Nachtzug. Schon? Ich glaube, es ist das nächste Mal. Ich dachte erst im Oktober. Ja, das ist das nächste Mal. Obwohl, nächste Mal, gar nicht. Das nächste Mal ist noch im September. Das ist noch der 18., ne? Okay, dann bin ich beim übernächsten Mal nicht dabei. Momentan ist bei mir leider ein bisschen tote Hose überall. Ich bin sichtlich ausgemergelt und ich bin gerade im Kreativloch. Kenn ich. Ja, schön. Dann, falls ihr auch den Marot vermisst, den könnt ihr auch noch irgendwie nochmal folgen, auch wenn er heute nicht da ist. Da sind die Links auch nochmal perfekt. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen hoffentlich wieder, wenn alles gut geht. Und irgendwann nächsten Monat, hoffe ich, läuft dann auch das neue Projekt auf meinem Kanal an. Wird wieder DSA-Content, aber ohne DSA-Rollenspielsystem. Vielleicht seht ihr in einen oder anderen wieder, den ihr schon kennt von hier, aber zu viel will ich noch nicht verraten. Mal gucken. So, und wir raiden jetzt jemanden, der auch DSA spielt, hoffe ich zumindest, weil ich kann seinen Kanal Vorschau, also seinen Kanal, also da steht DSA drin, aber da steht auch jede Menge andere komische, kryptische Sachen drin, die ich nicht verstehe. Wir gucken einfach mal, ob es wirklich DSA ist. Könnt ihr mal fragen. Benehmt euch und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss. Ciao. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.